Ganzer und der Dreien wollte ich es eigentlich auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zu dem Stream. Ja, lange ist es her seit dem letzten Stream. Bin davor noch ein bisschen im Bett gelegen und dann habe ich mir, schlafen konnte ich nicht. Das ging auch nicht gut mit Liegen und keine Ahnung was. Jetzt habe ich gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch. Jetzt stehe ich einfach auf, schmeiße dich auf Bergmann an und dann gehe mal auf dich auf Bergmann. Egal, was passiert, egal wie lange das ich durchhalte. Weil die letzte Nacht habe ich relativ ganz wenig geschlafen, alles drum, und das merke ich jetzt eigentlich. Aber lassen wir mal die ganzen Sorgen und die ganzen Sachen mal auf Seite und gucken wir uns mal die Hof Bergmann, die Beete an. Ich habe zwar schon das Vorstellungsvideo auf die schnelle Art und Weise gemacht, dort sind mir zwei Fehler runterlaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf die Fehler, oder mindestens ein Fehler, den ich kenne, wo man runterlaufen ist, auf den Fehler wird man dann eingehen noch schnell, da werde ich euch etwas zeigen und dann geht's nachher, der Google wird es noch den Rest an und dann werden wir noch ein bisschen was machen, probieren und ein bisschen Produktionen anschmeißen und so weiter und so fort. Philu, hi, willkommen im Stream. Juka, hi, willkommen im Stream. Mark, hi. Cise, willkommen im Stream. Chrissy, hi, willkommen im Stream. Heiko, willkommen im Stream. Panik, Pitti, hi, willkommen im Stream. Feuerengel, hi, willkommen im Stream. Und Philipp, hi, willkommen im Stream. Das heißt, wir werden uns zuerst mal alles angucken in aller Ruhe. Ihr könnt ja immer wieder Fragen stellen, wenn ihr wollt, das ist alles kein Thema. Und werden uns dann zwischendurch noch etwas angucken, das heißt das, was ich letztens mal etwas Falsches erzählt habe, weil ich selber einen kleinen Fehler gemacht habe. So, da gibt es noch ein, zwei Sachen, wo vielleicht auf der Version noch nicht so ganz funktioniert haben, wo aber dann danach eigentlich, wenn dann die Beta für euch rauskommen sollte, wird, denke ich mal, die Sachen schon mal so weit behoben. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, der Andi hat wieder mal tolle Arbeit geleistet. Allzu viel habe ich persönlich nicht entdeckt. Ich habe aber auch nicht allzu viel, muss ich ganz ehrlich sagen, die Woche habe ich auch nicht gar allzu viel angeschaut. Das ist das. Gut. Also, ich bin jetzt direkt auf dem neuen Hof, weil das ist eigentlich das, was euch am meisten interessieren wird. Jetzt zum Thema Höfe. Ihr habt ja immer noch Hof 1 wie gehabt. Das heißt, dieser Hof wie gehabt, Hof 2 wie gehabt. Das heißt, ihr habt hier die meisten Sachen gehören Hof 1. Hier der Hof 2 hat ja die Räucherei mit dem Fisch alles drum und dran. Der Hof 3 ist ja in meinen Augen, ist das in meinen Augen eigentlich eine eigene Stadt, eine eigene Welt. Das heißt, dieser Hof 3, das was da oben ist, ist Hof 3. Bis auf die Verkaufsstelle da unten, aber sonst eigentlich da oben ist alles Hof 3. Das heißt, was ihr, alles, was ihr da oben habt an Produktionen, das heißt auch der Schlachter und so weiter und so fort, die ganze Gerberei, das ist alles Hof 3. Da habt ihr eigentlich komplett unabhängig eigenen Hof. Klar, wenn ich mir jetzt hier die Plantage kaufe und Hof 1 besitze, dann gehört sie ja mir. Wenn ich mir die Imkerei da unten kaufe als Hof 2, dann gehört sie zum Haus 2. Aber von den Produktionen hier, das heißt, ihr habt hier auf dem Hof einerseits neben den Hühnern, Ziegen und Schafen, habt ihr ja, Moment schnell, jetzt muss ich mich mal selber zurechtfinden, wo ich bin. Da hinten habt ihr ja die Käseproduktion, das heißt, und die Butterproduktion, die gehört ja zu diesem Hof. Das heißt, die Sachen könnt ihr ja hier genau gleich Butter und Käse produzieren, oder Butter und Käse produzieren, wie das auf dem Hof heißt. Das heißt, die Stadt da oben, das ist quasi wie eine eigene Welt. Und ihr habt ja hier diese Kuhweide. Gut, jetzt würde ich aber sagen, wir fangen eigentlich, wo fangen wir überhaupt an? Etwas, was ich vergessen habe. Wir fangen bei dem an, wo ich vergessen habe, bei der Kirche. Das heißt, ihr habt einmal hier Kirche und ihr habt einmal hier oben auch nochmal, wo ist die Kirche da oben? Ist die nicht eingezeichnet? Oder bin ich blind? Nein, das ist nicht Kirche, das ist die Schnapp, die alte Brennerei. Auf jeden Fall hier oben ist auch nochmal irgendwo eine Kirche, die werden wir sicher finden. Das heißt, bei der Kirche habt ihr ja auf beiden Ortsteilen Möglichkeit, oder welche Möglichkeit gibt es meistens bei der Kirche, das gab es auch schon mal im Forum, man schmeißt ja Blumen, die alten Blumen und alles schmeißt man ja weg und dann landet das irgendwo vom Abfall, Kompost, was auch immer. Und genau das passiert jetzt auf der Hof Bergmann, dass halt hier euch
bei der Kirche habt ihr einen kleinen Kompostplatz. Das heißt, hier gibt es von Zeit zu Zeit ein bisschen Biomasse, wo ihr abholen könnt. Das ist bei dieser Kirche, so wie bei der Kirche hier oben in dem neuen Teil, genau gleich so. Das heißt, da gibt es Biomasse, wo ihr selber abholen könnt, wo einfach spawnt und ihr denn das in euren Komposthaufen reinschmeißen könnt. Und dann draus Kompost machen. Gut, dann haben wir ja die Imkerei. Das heißt, diese Imkerei, Moment schnell, das ist jetzt falsch gewesen, Markierung löschen, wir wollen ja die Imkerei besuchen. Die ist hier hinten bei dem alten Güllelager oder hinter dem alten Güllelager. Das heißt, hier ist ja der Güllelager wie gewesen, da hat sich nichts geändert. Und hier hat man die Imkerei, wenn man diese Fläche hier kauft, kostet uns das Ganze knapp 13.000 Euro. Das heißt, ist nicht allzu teuer. Da habt ihr ein paar Bienenstöcke, wo ihr nachher oder wo euch denn bei diesen Bienenstöcken eigentlich die Waben spawnen. Und diese Waben könnt ihr ja dann mit dem Kisten, Moment hier schnell, muss ich mal da drauf, war das das Richtige? Das war ja richtig, mit dieser Transportbox abholen, rausnehmen und zu eurer Schleuder hinbringen. Das heißt, die Schleuder ist da drin, auch im Produktionsmenü zu sehen. Das heißt, wenn ich jetzt Produktionsmenü aufmache, da seht ihr sie irgendwo da drin. Jetzt muss ich sie nur mal schnell noch finden. Dann wäre das optimal. Pop, pop, pop. Ich habe jetzt Gerbwab, das ist die Gerberei. Ich habe jetzt einfach alles gekauft, auch Honigschleuder. Ihr seht ja, das heißt, Honigwaben kommen rein und dann schleudert man das Ganze und dann gibt es Honig raus. Das kann man nachher schnell mal machen. Sich mal ein, zwei Kisten spawnen lassen oder abholen oder was auch immer. Und dann geht es dann los. Hier habt ihr gleichzeitig noch Kleiderschrank, die, wo denn das möchten, halt für ihre Roleplay-technische Geschichte, wo sie sich direkt dann halt auch als Imker umziehen können, bevor dass sie denn zu den Bienen rübergehen, können sie denn eigentlich als Imker sich umkleiden und dann Moment schnell, wo sind wir jetzt geblieben? Da. Als Imker zu den Bienen rübergehen, dass man ja nicht gestochen wird. So, das wäre die Geschichte. Ihr habt ja noch neben diesem Bienenstock, habt ihr ja noch den Bienenstock oben bei der Kirschplantage. Das heißt, da habt ihr ja noch die Kirschplantage oben. Hast du schon die gefixte Version? Ich habe meine Dings funktioniert schon, Schleuder, weil das habe ich ja relativ rasch entdeckt und habe den Andi geschickt. Er hat mir dann die Dateien geschickt und wenn ich jetzt nachher wieder nicht etwas vertauscht habe, weil ich heute etwas vertauscht habe, nein, das heißt, das funktioniert. Weil die hat ja sobald, dass man sie aufgemacht hat, nicht aufgemacht, sobald, dass ich hier aufs Menü drauf geklickt habe. Das heißt, die erste Version, die ich bekommen habe, sobald, dass ich auf Menü drauf schon da drauf geklickt habe, gab es ja nur noch Fehler, oder? Da hat mir der Andi gefixt, hat mir die Version geschickt. Das heißt, das ist schon bei mir, meiner Version ist das schon behoben. So, das heißt, es sollte eigentlich, wenn denn zu euch das Ganze rauskommt, dann auch alles gefixt soweit sein. Die Fehler, wo man auf die grobe Art und Weise auch schon entdeckt haben. Ich weiß jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch mit dem Farmer Andi noch keine Rückinfo, was es zum Thema Kirschen ist, weil dort ist noch der Zeitablauf von der Kirschen ein bisschen falsch. So dass ja. Denn das Schleudern würde mich noch interessieren. Das machen wir nachher gleich. Messerjockel oder Helge Heiberkommens drin. Oder wir können sich mal hier. Moment schnell. Also, wir machen jetzt mal so, wenn wir schon da sind. Dann machen wir so. Landwirtschaftliche Produkte. Dann haben wir gehabt. Warte mal. Wir kommen über Honigwaben. Also. Dann lassen wir uns mal die Honigwaben spornen, wenn wir das können. Mal schon gucken.
Honig Waben, 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 4 Kisten. Das heißt, ich gehe drüber, halte drüber, wartet ein bisschen Brownie. Hey, willkommen im Stream. Dann füllt sich das auf. Da ist jetzt eine Kiste. Nehmen wir sie mal hier auf Seite. So, die zweite. Gucken wir mal da rein. Da sind jetzt 11 Liter drinnen aktuell. 16, 17, 18. Also, wo sind wir? 18. Das heißt, da gehen sicher noch 4 Stück insgesamt, würde ich jetzt mal behaupten. So, wenn ich jetzt auf das erste sehe. Ich habe noch Brownie, ich habe noch keine Produktionen gestartet. Darum kann ich euch noch relativ wenig darüber sagen. Was ich euch sagen kann, ihr werdet sehen, da unten im Menü, je mehr Zeit das vorbeigeht, umso mehr Honigwaben habt ihr da. Das heißt, die spawnen mit der Zeit. Also 27 Liter haben wir jetzt drin. Jetzt gucken wir schnell auf Menü. Genau, eine Kiste geht noch und der müsste aber eigentlich voll sein. Was schön gemacht ist, ist die Gerberei. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Gerberei ist wirklich Hammer. Die ist wirklich Hammer. Und ihr werdet eigentlich sehr wahrscheinlich fluchen. Aber da gibt es etwas, wo ihr halt... Ja, falsch. Wo ihr halt nicht alles automatisch abfahren werdet oder nicht alles einfach automatisch rüberbeamen werdet, sondern es gibt etwas, wo ihr auch noch von Hand werdet machen müssen. 35 Liter, das heißt, die 4 Kisten sind rein. Das hat soweit gepasst. Ich hoffe, dir geht es wieder besser. Brownie, was soll ich dir sagen? Ich war davor im Bett, weil ich so müde war, weil ich so kaputt war, weil ich relativ kaum geschlafen habe die Nacht. Hallo, Angela. Ich habe es gelesen. Am 19. kommt das Dings-DLC, das Balkan-DLC. Geschlafen, alles drum und dran. Und dann konnte ich jetzt dann trotzdem nicht irgendwie schlafen, war im Bett, hat mir irgendwie alles wehgetan. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt stehe ich einfach auf, egal was jetzt passiert. Jetzt mache ich einfach den Stream, solange wie es geht, werde wir streamen. Und wenn es nicht geht, dann mache ich raus. So das ja. Das heißt, Lungen, soweit ist alles gut, aber ich bin einfach immer noch relativ erschöpft und müde und das merke ich eigentlich, oder? So, also, jetzt machen wir Schleuder. Cool, Mann, Julio. Jetzt machen wir das Ganze aktivieren hier. Das heißt, fängt dann zu laufen. 7200 Zyklen pro Monat, 24 Euro. Und so schaut es eigentlich aus. Das heißt, da dreht sich jetzt das Ganze und dann sollte bei uns irgendwann da vorne Honig spawnen. Jetzt lassen wir mal das arbeiten und ich würde sagen, zu der Gerberei, beziehungsweise nicht zu der Gerberei, werden uns begeben zum ersten Schritt für die Gerberei. Das ist ja eigentlich in diesem Sinne zum Schlachthof. Das heißt, hier beginnt eigentlich eure Produktion, Schlachthof, weil wir jetzt im ersten Tag sind, ist die Zeit noch falsch und das Tor noch zu. Das heißt, ab nachher, am zweiten Tag funktioniert dann alles, so wie es muss, aber am ersten Tag sind die Tore, vor allem die, wo vor 8 Uhr öffnen sollten, am ersten Tag noch geschlossen. Das müsste man sich im Auge behalten. Das wusste ich eben auch nicht, dass das so ist. Die gehen halt um 9 Uhr auf. Halt Landwirtschaftssimulator. Och, ich wusste nicht, dass es dir schlecht geht. Tut mir leid, alles gut. Ich wünsche dir noch ganz herzlich gute Besserung. Alles gut, Angela. Ich bin jetzt schon mittlerweile, keine Ahnung, 3 Wochen, 4 Wochen zu Hause mittlerweile, also das ja. Also, jetzt gibt es hier Folgendes. Da müsst ihr euch einfach mal bewusst sein. Das heißt, ihr liefert hier die Tiere an beim Schlachthof und falsch, richtig. So, dann gehen wir da drauf. Also, Schlachthof verarbeitet Schweine, Rinder, Pferde, Geflügel, Schaf und Kaninchen.
Von den Rindern gibt es neben Fleisch auch noch Tierhaut. Genau das gleiche gibt es bei den Pferden. Das heißt, wenn ich Pferde und Rinder bringe, gibt es Tierhaut da. Geflügel, Schafe, Kaninchen und Schweine gibt es Fleisch. Dieses Fleisch könnt ihr aber nicht abholen, das wird direkt vom Schlachthof verkauft. Das heißt, das wird euch einfach eurem Konto gut geschrieben. Die Rinderverarbeitung bzw. die Haut und die ganzen Geschichten, das heißt die ganze Haut von der Rindern und Pferden, wenn ich jetzt in meinem wunderschönen Super-Duper-Tool angucken gehe, Snoopy Noob, hi, willkommen im Stream. Wenn ich jetzt in meinen Super-Duper-Dings reingehe, Liste der Produktionsstandorte, dann würde man das jetzt mal auffüllen, dann zeige ich euch schnell noch was. Moment, schnell jetzt. Sägewerk, Käseherstellung. Ich mache aber das ein bisschen langsamer. Bienenstock. So, wo haben wir jetzt unseren Räucherkammer? Unseren Schlachthof da, PP17. Also, das heißt, PP17, Fülllevel, den füllen wir nicht alles, sondern Rinder auffüllen, Liter, Prozent, 100% auffüllen und Pferde füllen wir auch nochmal. Tut mir leid an alle Pferdebesitzer. Schwein, nein, Kaninchen, Pferd, 100%. Und machen wir, also sagen wir jetzt, Kaninchen, 100%. So. Also, den haben wir da. Läuft. Jetzt ist Folgendes hier, was ihr beachten müsst. Mindestens die Version, wo ich noch habe. Ob das der Andi ändern wird, weiß ich nicht. Ich denke aber eher weniger, dass er das anpassen wird bzw. ändern. Aktuell ist es so, dass es heißt, die Waren müssen hier abgeholt werden. Das heißt, diese Ware wird von hier aus nicht direkt verteilt, auch wenn ihr euch verteilen stellt. Die Ware wird nicht verteilt, sondern die müsst ihr selber abholen. Weil halt das Ganze nicht allzu weit weg ist, heißt es ja, man muss ja gar nicht so weit fahren und diese paar wenigen Meter, wo man fahren soll, ist ja keine Welt. Das heißt, ihr fahrt ja von da, diese Straße entlang, da hoch und seid schon bei der Gerberei. Und dort liefert ihr das Ganze nachher an. Wenn man jetzt das Ganze ein bisschen beschleunigt, dann werden ein erstes Mal, das geht relativ rasch mit den Tierhäuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr werdet jetzt sehen, das wird ja kein Tag dauern, bis wir die ersten Tierhäute da haben. Auf behalten, 408 Liter. Ich glaube, bei 1000 Liter irgend sowas kommt die erste Palette. Hallo Max, willkommen im Stream. Bei 1000 Liter kommt die erste Palette, wie viel das ich weiß. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. 408 haben wir immer noch. Kaninchen geht runter. Rind haben wir noch relativ viel. Und auch Pferd haben wir noch relativ viel. Und so spulen wir einen Tag vor. Der Andi schreibt gerade rein, es funktioniert, er hat sehr vieles gefixt. Also, wir haben einen halben Tag gebraucht und da haben wir schon zwei Paletten da. Das heißt, auch mit den Dings funktioniert, mit den Kirschen im Moment, soweit, so wie er geschrieben hat, das hört sich schon mal ganz gut an. Das heißt, das ist ganz gut, weil bei den Kirschen, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat richtig schön ausgeschaut. Es ist einfach Problematik, war die jetzt aktuell, in der Version, wo ich noch habe, dass die zum falschen Monat gedeiht bzw. zum falschen Monat geblüht haben und zum falschen Monat die Früchte drauf hatten. Wie sieht es jetzt mit den Kaninchen aus? Laut Changelog soll es ja keine Produktion geben, werden sie bleiben. Die Kaninchen sind ja immer noch da. Das heißt, du hast ja keine Produktion, du hast aber die Kaninchenfleischverarbeitung, oder? Da, beim Schlachter.
Das heißt, du lässt das Ganze verarbeiten, bekommst dir Fleisch und dieses Fleisch wird automatisch verkauft. Wenn man jetzt da drauf guckt, mir hat jetzt schon Einnahmeernte von dem Fleisch, ich habe so schon nichts anderes verkauft, 93.000 Euro bekommen. Auf Spielstand leicht. Das heißt, dieses Fleisch, wo jetzt hier beim Schlachthof verkauft wurde, von den Rindern und von den Pferden und von Kaninchen, gab es jetzt schon 93.000 Euro. Das heißt, Kaninchen, wieso sollen die jetzt rausgehen? Ich denke, die werden weiterhin drinnen bleiben. Da wird sich auch nichts ändern mit den Kaninchen. Also, und diese Tierhaut, wo er hier produziert, holt er ab und bringt er nachher zu der Gerberei. Das ist genau an diesen Ort. Das Fahrzeug besuchen. Mach aber die Tür auf. So schaut sie von außen aus, die Gerberei. Den habt ihr ja einerseits da, JB Agrar, Hyper Constream. Einerseits, das ist die Produktion 4. Das heißt, es fängt eigentlich die ganze Geschichte bei euch hier an. Weil es halt direkt in die Changelog steht, daher meine Frage. Ich habe die Changelog gar nicht gelesen. Ich habe da nicht einmal groß, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das heißt, bei der Kaninchen wollte Andi wollte ja damals diese kleine Produktion machen auf dem Hof, oder? Mit den Hühnern und Kaninchen sehr wahrscheinlich. Und das wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber die Kaninchen kannst du jetzt zum Schlachter bringen. Das heißt, Kaninchen sind immer noch drin und die werden, ich denke nicht, dass die rausfallen werden. Also, das heißt, von eurem Schlachthof, die Tierhäute kommen da zu diesen zwei Waschmaschinen. Einerseits Deckel aufmachen, denn braucht ihr aus dem Shop raus Paletten. Ich hoffe, dass ich richtig bin. Ihr seht ja, ich habe auch Mais Plus drin. Das heißt, Map ist voll Mais Plus kompatibel. Und zu dem Thema mit dem Mais Plus kommen wir, das kann ich euch gleich schnell mal zeigen. Download, Moment jetzt schnell. Wo haben wir die Hofbergmann? Da. Hey, ich entpacke sie mal schnell. Datei entpacken. Tore, hi, willkommen im Stream. Und jetzt zeige ich euch gleich für die, das heißt, ihr, alle die, wo jetzt Panik bekommen, oh nein, Mais Plus, ich kenne mich damit gar nicht aus. Alles gut. Es ist gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Das heißt, ihr könnt euch mindestens jetzt so schaut folgendes aus, wenn ihr die Map entpackt habt, euren Ordner, dann habt ihr diese drei Dateien. Einerseits die Extras, dann die Mods, wo die Hofbergmann und dazugehörige Fahrzeuge dabei sind. Und nachher die optionalen Sachen. Und diesen optionalen Sachen ist wieder dieses Göwal-Pack dabei. Gülebaron Hyperkostrim, ist dieses Mais Plus Hofbergmann Animal Food dabei? Und die Precision Farming ist dabei. Das heißt, wollt ihr mit Precision Farming spielen, dann könnt ihr ja da die Precision Farming Datei reintun. Dann habt ihr Precision Farming. Habt ihr Göwal DLC? Dann tut er ja das Göwal DLC rein. Habt ihr Mais Plus oder wollt ihr mit Mais Plus, dann tut er diese Datei noch mit in Ordner und den Mais Plus Mod an sich selber. Jetzt ist aber folgendes. Jetzt Andi hat das ganz clever gemacht mittlerweile. Das heißt, wenn ihr jetzt die Map ohne, aber muss doch nicht mit Mais Plus spielen. Nein. Das heißt, alle die, wo nicht mit Mais Plus spielen wollen, werden diese Datei Mais Plus, wo unter optional ist, Mais Plus Hof Bergmann Animal Food, die einfach nicht in Ordner nehmen. Da habt ihr die ganz normale Hof Bergmann. Das heißt, wenn ihr nicht Mais Plus wollt, dann nehmt ihr einfach diese Mais Plus Hof Bergmann und den Mais Plus Mod nicht rein und ihr habt ganz normale Standard Hof Bergmann gehabt. Wollt ihr, das wird kompliziert, ach, sie so kommt herauf. Wollt ihr mit Mais Plus spielen, nehmt ihr einfach diese Mais Plus Hof Bergmann mit rein und Mais Plus Mod. Jetzt ist ja so, es gab ja immer wieder dieses Vergessen von den optionalen Mods, wo man halt braucht.
wo man Halt braucht und den, wo man den Halt braucht, zum Beispiel, wenn man jetzt Mais Plus reintut, dass man den Mais Plus Mod noch dazu braucht, wenn man, wenn man Object Storage nicht hat, denn beim Save Game starten kommt eine Meldung. Wir können mal schnell das durchspielen, komm, wenn wir jetzt schon da sind. Ich speichere mal hier und spiele aber mal das Ganze durch. Also, Spiel speichern. Spiel verlassen. Ich habe jetzt Mais Plus drin. Anita Heiberkomm ist drin. Das ist ja eben, wie der Dings Panik Pittig reingeschrieben hat, Easy Development Control aus dem Mod-Hub. Ich mache mal hier zu und jetzt werde ich Folgendes machen. Also mein Mod-Ordner und jetzt gucke ich mal nach Object Storage und Mais Plus und lösche mal die beiden raus. Das da, rauslöschen und Object Storage. Object Storage ist der Mod, wo quasi in der Changelog steht, dass man den drinnen haben muss, damit die Hofparkmann überhaupt funktioniert. Jetzt ist es halt aber so, in der neuen Version, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat Andy jetzt richtig geil gelöst. Für alle die, nein, das ist nicht, das hat er nicht gelöst, das ist mein Reshade, wo das macht. Das heißt, alle die, wo die Hofparkmann starten, ohne den Object Storage oder wenn sie diese Zusatzdatei für Mais Plus drinnen haben und jetzt da, wir gehen da auf neue Save Game, machen was neu, Hof Bergmann und jetzt gehen wir rein, ich habe meine Mods, Start. Mais Plus Hof Bergmann, erweiterte Tierfütterung benötigt Mais Plus LSFM Ballenlager, Mais Plus LSFM Ballenlager Addon benötigt Object Lager. Hof Bergmann benötigt Object Lager. Möchtest du alle verfügbaren Mods aus dem Mod Hub herunterladen? Ja. Also, lädt er automatisch Object Storage, lädt er automatisch Mais Plus und ihr könnt starten. Das heißt, auch jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Ich lösche diesen Spielstand. Jetzt, wenn wir drin sind, und dann nehmen wir mal Mais Plus diese Zusatzdatei raus. Und lassen wir nur Object Storage weg. So, Escape, Karriere, neuer Spielstand, neuer Farmer, Hof Bergmann. Jetzt kann ich sie eigentlich starten. Jetzt lädt sie, die zwei Mods hat es runtergeladen, ihr habt sie drin. Jetzt lassen wir laden und danach löschen wir mal Mais Plus raus. Wie geht's dir jetzt? Müde bin ich. Soweit relativ gut, aber müde. Ich bin einfach K.O. Ich bin einfach, ich schlafe schlecht. Ich bin einfach, ja. Ich bin einfach auf Deutsch gesagt ausgelutscht. So. Hat er nicht gesagt, oder? Doch. Aber nicht wortwörtlich ausgelutscht. Aber ja. So. Also, das heißt, dieses Vergessen von optionalen Mods, was wirklich braucht, wird, ich habe jetzt auch noch zum Testen diesen Mod drinnen, dass ich das Ganze im Frühling starte. Es gibt ja den Mod, wo man das Ganze im Frühling statt im August starten kann. Und dann teste ich auch, wie das Ganze, bis ich mit der Hofbergmann verträgt, bis jetzt hat eigentlich alles gut funktioniert. So, also, jetzt habe ich ja den Mais Plus drin, oder? Und auch den anderen. Jetzt gehen wir da raus und machen wir das ganze Spiel nochmal ohne Mais Plus. Und ohne diesen Mais Plus Zusatz. Beenden. Mods. So, jetzt machen wir mal schnell Mais Plus raus. Löschen, diese Zusatzdatei von der Hof Bergmann löschen und ich lösche jetzt auch nochmal nur den Object Storage, dass er den Unterschied sieht. Das heißt, so ist es meistens immer
Pandaschwier. So ist es manches immer einfacher zu erklären, wenn man es eins zu eins sieht. Dienstag, die Hofbergmann, das ist so mein nicht das. Das wieso, wo hast du die Info mit dem Dienstag? Dann hast du mehr Informationen. Ich weiß noch nichts von Dienstag. Ich weiß nur, dass es mal irgendwie heißt, einmal eine Woche, aber das vom Dienstag das sein wird, das weiß ich nicht. So, also neuer Farben, Hofbergmann. Jetzt habe ich ja diese Mais Plus Zusatzdatei nicht drin. Jetzt kommt auch nur die Meldung zum Thema Objektlager. Das heißt, wenn der Objektlager nicht drin ist, runterladen, ja, er lädt runter, fertig. Und nachher könnt ihr starten und ihr startet komplett ohne Mais Plus. Das heißt, da ist jetzt einfach eine ganz normale Map, ganz normale Hofbergmann, wenn ihr sie sonst kennt. Das heißt, ihr könnt selber wählen, will ich mit Mais Plus, will ich nicht mit Mais Plus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir, wenn ich den Anfang wieder richtig zocken, vom Humor, okay, würde ich denn, ich muss ganz ehrlich sagen, mich würde die Mais Plus Variante schon reizen. Die würde mich wirklich reizen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mal einfach mal das Ganze ausprobieren, auszutesten, zu sehen, wie es ist, zu sehen, diesen ganzen Umfang, wie es ist. Humor sagt am Dienstag. Okay, ja, dann weiß ich, ich habe den Andi auch nicht gefragt, wie was wo, oder? Ich habe den nicht gefragt, vielleicht hat er ihn gefragt. Das heißt, vielleicht weiß er mehr. Das ist das. Werden wir sehen. So, also, jetzt. Lassen wir nochmal laden. Start. Das heißt auch jetzt hier, Start im Frühjahr, geführte Tour wurde deaktiviert, okay, passt. Jetzt sind wir einfach, auch wenn ich da drauf gehe, jetzt auf die Übersicht, Moment schnell, Preisliste, sind die ganzen Mais Plus Sachen raus. Wir haben Schmutzwasser, wir haben Kirschen, wir haben Klee, Silphie, Fisch geräuchert und so weiter und so fort. Aber alles andere ist raus. Das heißt, sonst habt ihr die ganze Sache in Übersicht. Gut, jetzt kann man ja auch da weitermachen, spielt ja keine Rolle. Ich kann jetzt hier auch, nein, wir gehen dort drauf, weil wir dort schon unsere Bienen hatten und dort haben wir schon vorgespult. Und dann sie wird automatisch, machen wir dort weiter. Ich gehe aber jetzt auf den Spielstand drauf, auch wenn ich kein Mais Plus habe, mal gucken, was passiert. Es kann nur schief gehen. Sodeli. Ohne dass ich jetzt wieder alles zumache, Mais Plus Mod rein und ich weiß nicht was. Es ist nur etwas, wo man euch zeigt und erklärt und das heißt, vom Spielen sind wir noch lange weit entfernt. Voilà. Das ist das. Das heißt, ihr müsst euch keinen Kopf, ihr müsst auch keine Angst haben vor der Mais Plus oder sonstigem. Das heißt, es wird euch nicht mehr Arbeit sein. Mehr Arbeit wird ja sein, weil wenn man mittlerweile bedenkt, wenn ich jetzt von meinem Händler oder vom Händler in den neuen Teil rüberfahre, ja, das ist jetzt nicht nur einfach 2 Minuten zu fahren, sondern da fährt man schon ein bisschen. Das heißt, da ist man schon ein bisschen jetzt unterwegs. Da wird jetzt nicht einfach schnell alles manchmal sein, sondern manchmal wird es halt ein bisschen dauern. Wir können ja mal von da Fahrzeug nehmen. Ich habe ja Startvehikel da. Und von da aus rüberfahren. Und in der Zwischenzeit kann ich euch mal nochmal schnell ein paar Sachen erklären. Moment schnell. Auch der Bene hat schon angekündigt, dass der Kameramod relativ weit ist, beziehungsweise kurz vor der Testphase, wo dann zum Team kommen wird. Was ich euch schon mal sagen kann, mit dem Kameramod, das heißt, in dem ersten Video oder letzten Video auch habe ich irgendwie angekündigt oder gesagt, dass in dem Mod drinnen ist ja dieses HUD-Ausblenden, oder? Ich habe jetzt immer noch diese Version, wo ich diesen Zusatzmod als HUD-Header brauche.
der Bene hat aber das jetzt mittlerweile, wo wir dann zwischendurch nur drüber diskutiert haben, so gemacht. Ich habe aber jetzt falsches Fahrzeug. Ich will das Fahrzeug nehmen, dass ich euch noch ein paar Sachen sonst noch zeigen kann. Moment schnell, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das gleich. Nehmen wir doch direkt eins mit Simple IC oder mit Vertex IC, egal was. Ausführung muss man nicht groß ändern, machen wir nur schnell die Folie, nein, nicht einmal da, die Schmutzdingsbums weg und kann mieten indirekt so. Also, das heißt, mit dem Kameramod von der LSFM wird ja nachher Folgendes rauskommen direkt. Das heißt, unabhängig von den anderen Mods, habt ihr hier unter Fahrzeug die Einstellung Kameramod, Fadenkreuz an-aus, Infodisplay an-aus. Das heißt, was heißt das Folgendes? Wenn ich jetzt das Fadenkreuz anmache, nur noch Easy Dev zum hat ausblenden und nutze den Mod nicht mehr. Ja, aber bitte, jetzt ist ja so. Also guck, jetzt machen wir Folgendes. Ich mache jetzt hat aus, stopp. Wir gehen zum Händler. Du willst jetzt den Unterschied sehen. Wir gehen jetzt zum Händler. Du willst jetzt den Unterschied sehen, was es heißt, nachher über den Kameramod auszublenden oder über EasyDev. Wenn ich jetzt den HUD über EasyDev ausblende, wo ist meine Hand? Siehst du sie? Ich lasse mir noch einen Ballen hier spawnen oder kaufen. Nein, Baby Paul. Wir kaufen noch einen Ballen. Kaufen. Siehst du die Hand zum Greifen? Ohne EasyDev siehst du nicht. Also, jetzt machen wir mal EasyDev an. Jetzt habe ich ja meine Hand. Ich sehe den Punkt, damit ich auch die Türe aufmachen kann, oder? So, jetzt mache ich das Ganze per Tastenkombination über den Kameramod. Nein, das war jetzt der Screenshot. So, hatte ich aus. Und jetzt mache ich das, was ich euch erklären wollte. In der Einstellung könnt ihr Fadenkreuz anmachen. Infodisplay könnt ihr anmachen. Was heißt dieses Infodisplay? Spiel speichern. Infodisplay ist dieses Display, wenn ich raus auf die Felder laufe. Ich laufe jetzt mal zum Feld. Ihr seht ja, da, mein Punkt an der Mauer. Ich habe aber hart aus. Das heißt, ich sehe den Punkt. Wenn ich jetzt zum Feld laufe, dann springt das Infodisplay an. Wenn ich jetzt Autodrive, Proceed, Curseplay, egal was ich jetzt drinnen hätte, könnte ich dieses Display oder diesen Bildschirm einblenden und ausblenden. Ich sehe auch meinen Punkt. Das heißt, das stört mich ja nicht groß. Ich kann IC damit bedienen, weil ich weiß, wohin dass ich gucken muss. Ich kann einsteigen. Machen wir mal schnell den Motor aus. Motor start aus. So, speichern. Ich kann einsteigen und alle, wo mit Simple IC oder IC spielen, können diesen Punkt einschalten oder diese Punkte und können trotzdem hat aus das Ganze bedienen, ohne sich blind zu fühlen, ohne lange herumzusuchen. Ihr seht immer diesen Punkt vor der Nase, weil ich das hier eingeschaltet habe. Das heißt, diesen Fadenkreuz hier, wenn ihr den anhabt, dann habt ihr diesen Punkt an, wie immer, aber der hat dich ja aus. Und ihr könnt trotzdem alles steuern. Das heißt, wenn ihr jetzt... Jetzt Ballen ist ja ein relativ schlechter Vergleich, weil er groß ist. Aber wenn ich jetzt rüberlaufe, ich habe meine Hand. Das heißt, wenn ich jetzt hat ausschalte und hier einen Eimer habe. Ich kaufe mir jetzt einen Eimer. Eimer ist ein besseres Beispiel. So, kaufen. Ich laufe zum Eimer. Habe ich Hand, kann ich greifen, hat die Chance. Ihr seht unten, ich habe ja Infodisplay an. Ihr seht ja, da ist ein Eimer befühlbar. Ihr seht, was ich trage. Ihr könnt aber sagen, ich will dieses Infodisplay nicht. Und dann macht er das eigentlich aus.
und habe nur die Hand. Ich habe aber noch was anderes entdeckt. Trotzdem, dass ich auch die Hand jetzt ausblende, wenn ich zum Eimer laufe, etwas zum Greifen, kommt die Hand, kann ich nehmen, Hand ist weg und ich laufe weiter. Und die Hand sehe ich gar nicht, jetzt kann ich schnell Foto machen. Und wieder ablegen. Hand ist kurz da, ich kann sie nehmen und ich laufe wieder weg. Und der Bene hat gesagt, jetzt macht er zuerst mit der Kamera zusammen, soll aber dieses hat ausblenden, der Mod oder dieses Skript, wo jetzt in der Kamera verbaut ist, eigentlich auch als eigenständiger Mod kommen für diejenigen, wo dann sagen, ich will den Kameramod nicht haben, den brauche ich gar nicht, aber das mit dem hat, das finde ich cool, das möchte ich gerne haben als eigenständiger Mod. Das heißt, die Geschichte soll als eigener Skript kommen. Nur so als Information. Gut. Also, da steigen wir jetzt nochmal ein. Machen wir die Türe zu, blenden wir auch die Icons aus und fahren wir rüber. So, der Prodi sucht sich jetzt gerade nochmal schnell. Moment, schnell. So, Darkscreen. Hallo Andi, willkommen in der Stream. Ich fahre jetzt im Moment wieder falsch. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, wenn man zum neuen Teil kommt. Und was ich noch machen muss, ist ja nachher dieses PDA, die PDA anpassen an die neue Map. Dass die, wo Real GPS Mod verwenden, auch wieder die richtige PDA haben. So, die Straße kennen wir ja noch. Das heißt, das heißt, bis da vorne ist die Straße noch ganz normal geblieben, wie sie war. Sebo, willkommen drin. Grüße vom Humor, also die Beta bekommen Supporter am Montag oder Dienstag, meint er. Okay, da werden wir dann sehen, das ist alles gut. Ich muss den Andi nur kitzeln, da geht das früher raus. Und die Straße jetzt, Achtung, das heißt auf die Straße, wo wir jetzt sind, die ist jetzt neu. Das heißt, bis dahin war ja eigentlich die alte Straße, die ging ja darüber. Die ging ja darüber, warum lachst du so? Bis jetzt hat noch niemand, Slavik, bis jetzt hat noch niemand gesagt, dass es lagt. So. Bis jetzt hat noch keiner gesagt, dass es lagen sollte. Nicht, dass ich wüsste, dass es Probleme mit dem Stream gibt. Mindestens die Fenster, wo wir angezeigt werden, sind alle in Ordnung. Die Straße nach rechts, das heißt auch dieser Feldweg, ist ja neu. Dann fang mal an zu kitzeln, schreibt der Sebo. Okay. Das heißt, das ist eigentlich soweit geblieben, die Straße. Dieser Feldweg ist neu und der andere auch. So. Also. Lag das im Stream? Frage von einem Freund. Weil bis jetzt hat noch niemand irgendwas gesagt. Feuerengel schreibt euch live tolle so eine Probleme. Danke für die Info und willkommen im Stream. Rüdiger, hi, willkommen im Stream. Also, dann fahren wir nochmal über. Zu dem neuen Teil. Und gehen zuerst mal Richtung Hof wieder, beziehungsweise Gerberei. Es lag nicht, okay. Ja, es verwundert mich, weil sonst hättet ihr schon längst gesagt, dass wenn es irgendwas am Lagen sei oder irgendwas nicht funktioniert. Solange dass es laggt und nicht leckt, wie jemand heute in Discord geschrieben hat, es leckt. Bei mir leckt es. Was kann ich tun? Und ich konnte mir nicht verkneifen zu schreiben, ja, dann aufhören zu lecken. So.
Alles tiptop, schreibt der Chef. Dankeschön. Also. Das heißt, da sind wir in dem neuen Teil. Jetzt muss man gucken, wo die Gerberei ist. Schlachthof, Kläranlage, Supermarkt. Oder weiterlecken. Ja, aber das war ja ein Problem. Dann würde ich sagen, gehen wir da rechts rein. Mal gucken, ob wir richtig sind. Ich würde sagen, wir sind nicht richtig, oder? Also einmal die Map aufmachen. Wo sind wir jetzt überhaupt gelandet? Wir sind hier, ah doch, eigentlich wäre er richtig eingebogen, aber da müssten wir links fahren. Der wäre es eigentlich, optimal gewesen. Gut, dann machen wir einmal Rehrenrunde hier, um den Block herum. Und jetzt noch einmal da vorne geradeaus. Bist schon vorbeigefahren, ja, ich habe gemerkt. Da rein und jetzt hier in diese Einbahnstraße rein. Ah, da ist der Hof. Das heißt, den Fall einmal da rundherum und da vorne rein. Passt. Also, kannst du mir Mais Plus sagen, wie das funktioniert? Ich hatte das am Anfang drin. Laufgamer Queen, ich hatte das am Anfang drin, habe ich es aber jetzt nicht drin. Das heißt, Mais Plus modden sich selber. Auf der Hof Bergmann ist ja, wie der Mais Plus halt ist. Das heißt, ihr habt ja die ganzen Sachen, wo die ihr kaufen könnt. Ihr habt aber nicht die zusätzlichen Früchte, wo ihr den anpflanzen könnt. Die müsst ihr dann halt euch einkaufen. Das ist das. Aber das mit dem Mais Plus, das werden wir noch gucken. Alles drum und dran. Jetzt aktuell sind wir ohne Mais Plus unterwegs wieder. Das heißt, am Anfang hatte ich es drin, aber jetzt haben wir es raus. Gut. Jetzt noch einmal zu dem Thema. Eure Gerberei. Schritt 1 beginnt hier beim Schlachthof. Das heißt, da drauf, Schlachthof, besuchen wir noch einmal. Da bekommt ihr ja die Tierhäute. Diese Tierhäute müsst ihr hier abholen. Noch einmal, ihr müsst sie abholen. Stand heute, ob sich da was ändern wird mit dem Update, das weiß ich nicht. Das heißt, auf Verteilen setzen hier beim Schlachthof funktioniert nicht. Was ist das für ein Fan? Das ist der von Bene. Unter LSFM-Mods zum Download. So. Also, abholen funktioniert nicht. Das ist der 7er BMW. Das ist der 7er Fan von Bene. So. Also. Wenn ihr die Tiere heute abgeholt habt, dann habt ihr ja beim Händler die Paletten. Das heißt, einerseits braucht ihr, ja, nein, nicht unter Paletten, sondern unter Verbrauchsgüter, so. Unter Verbrauchsgüter braucht ihr einerseits Kalk, einmal, zweimal, und ihr braucht die Gerbstoffe. Nehmen wir einmal. So. Ah, Mann, das war jetzt keine gescheite Idee, weil das ist jetzt beim Händler. Gut. Habe ich, Moment, schnell, habe ich den Dingsmo drauf. Habe ich denn? Ah, wir haben ihn. So, jetzt. Jetzt kann man das machen. Das heißt, Kisten. Nein, Verbrauchsgüter. Das heißt, ihr braucht einmal, zweimal, sicher mal zweimal Weißkalk. Einmal. Zweimal. Und ihr braucht Gerbstoffe. Hier könnt ihr ja die Produktionen, so wie sie sind, auf Verteilen stellen. Das heißt, ihr könnt ja eigentlich, oder ihr könnt ja auch selber abholen. Das bleibt euch überlassen, was ihr gerne hättet.
finde den Innenraum schön. Das ist wirklich schön gemacht. Der ganze Teil hier ist richtig schön gemacht. Und was schön gemacht ist, ist nachher die Trocknerei. Die ist nachher explizit noch schön gemacht. Das heißt, ihr könnt diese Produktion hier komplett auf Verteilen stellen. Ich habe das schon mal durchgespielt. Das heißt, einerseits bringt ihr eure Tierhäute hier zum Waschmaschine 1 und Waschmaschine 2. Das heißt, das ist Shop Delivery und im Mod Hub zu bekommen. Das heißt, in diese Waschmaschinen und diese Tierhäute könnt ihr entweder behalten oder auf Verteilen stellen. Nicht direkt verkaufen, verteilen. Also machen wir auch da. Aktivieren. Stopp. Das da, verteilen. Das Ganze geht nachher zum Entfleischer und Enthaarer. Das heißt, Tierhaut gewaschen. Kommt Reis rein, wird weiter gemacht und da könnt ihr dann auch wieder, wenn ihr wollt, auf Verteilen stellen. Bioabfall könnt ihr selber abholen oder halt verkaufen lassen. So, vom Entfleischer geht es in die Gerbwanne und von der Gerbwanne nachher dann in die Trocknerei. Das heißt, dieses Schmutzwasser, wo das steht eigentlich auch in der Changelog, könnt ihr abholen und in eure Kläranlage bringen. Diese Kläranlage ist da hinten und so wie es in der Changelog steht, bringe ich Gülle. Das heißt, das ist gleichzeitig Verkauf für Gülle oder Mist und Schmutzwasserablieferung. Wenn ich Gülle oder Mist liefere, bekomme ich Geld über. Bringe ich Schmutzwasser, muss ich Geld zahlen. Nur so als Information. Also, jetzt gehen wir nochmal den letzten Produktionsschritt. Gerbwanne, das heißt, das behalte ich jetzt und das mache ich direkt verkaufen. So. Voilà. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen tricksen wieder mal. Das heißt, jetzt machen wir so. Dann machen wir es so. Und werden jetzt nichts anderes tun, als sich die Tierhaut roh, 1, 2, 3, 4 Paletten spornen lassen. So schaut's aus. Lars, hi, willkommen im Stream. Warum bist du nicht unter Twitch? Wäre doch besser als auf YouTube. Lars, ich bin schon seit mittlerweile fast ein Jahr auf YouTube. Im Moment ist aber weder YouTube noch Twitch, im Moment ist zeitlich weder das eine noch das andere. Es gibt da gewisse Pläne, aber irgendwann zum späteren Zeitpunkt, wenn das alles mal durch ist, dann kann das sein, dass es wieder Twitch geben wird in gewissen Spielen, aber nicht allen Spielen. Landwirtschaftssimulator sollte eigentlich hier bleiben, wo er jetzt ist. So, jetzt machen wir schnell Superstärke. Wir sind ganz stark. Kommen ja aus Bayern, spielen wie der Bene realistisch mit einem starken Bauer. Die Maschine ist ja offen. Und jetzt können wir ja die Tierhäute da reinlegen. So. Geht relativ schnell mit dem Waschen, muss ich euch jetzt schon sagen. Das heißt, da müsst ihr gar nicht lang warten, bis die ersten Tierhäute schon in der Gerberei bzw. in der Enthaarung landen. Ihr müsst einfach eins bedenken, die ganzen Produktionen, die machen immer zu voller Stunde das Ganze verteilen. So. Das heißt, selber abholen ist manchmal vom Vorteil. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, wenn ich selber abholen würde, was ich denn machen muss. Muss ich eine Palette hinstellen? Nein, es gibt eine Wanne. Stopp. Jetzt habe ich gelogen. Das heißt, ihr habt ja nachher hier im Shop, wenn ihr selber abholt, Transportbox Gerberei. Das heißt, mit dieser Wanne könnt ihr dann die ganzen Geschichten hier eigentlich abholen und den halt weiterbringen. So, jetzt nehmen wir Kalk, weiß, damit das gewaschen wird. Ihr wisst ja, wie das meistens ist mit den Tieren, oder? Die wälzen sich überall. So, Kalkweiß reingelegt, fertig. Ihr seht ja halbe Palette für beide Waschmaschinen. Einmal Deckel zu und hallo. Und lassen das Ganze
laufen. Aktivieren und aktivieren. Ist ein bisschen laut. Und das Endprodukt ist nachher Leder, genau. Das heißt, ihr werdet nachher da gehen und wenn wir den Leder bekommen, diesen Leder, das heißt, das ist noch nass, das Ganze, bringt er nachher hier drauf, legt die Palette auf den Kranen. Den Kranen könnt ihr einfach hier einmal die linke Maustaste drücken, der fährt hoch und dann platziert sich automatisch diese gegerbte Tierhaut hier auf diesen Trocknungsbocken und ihr diese Produktion, wenn ihr sie denn eingeschaltet habt, das heißt, wenn man diesen Trocknungsvorgang einschaltet, aktiviert, dann geht hinten erstes Mal auch der Lüfter an. Vorher läuft der Lüfter nicht. Ab wann kommt die neue Hof Bergmann für einen Supporter raus? Es wurde mal im Chat gesagt, aber nicht von der offiziellen Seite, dass es angeblich Dienstag sein sollte. Das heißt, es kommt denn, wenn es kommt. Der Andi hat noch nichts bestätigt. Ich kann euch immer wieder Wärmstes aufs Herz legen. Das heißt, alle Informationen zum Thema Veröffentlichung, zum Thema Fahrplan, wie das geplant ist, wie weit es geht und so weiter und so fort, werdet ihr auf dieser Seite finden. Das heißt, immer da unter News auf der LSFM-Seite wird euch da ein kleiner roter 1 eingezeigt oder Lämpchen, was auch immer. Und da werdet ihr dann sehen, wenn der Andi das Ganze reingeschrieben hat. Ob das mit diesem Dienstag stimmt oder nicht, werden wir dann sehen. Lassen wir es überraschen, weil das ist ja nicht die offizielle Info. Angeblich hat das der Humor in seinem Stream gesagt. Wie weit das er da schon Bescheid weiß, das weiß ich nicht. Gut. Also, das heißt, alle News findet ihr immer da drüber. Da werdet ihr auch erfahren, wenn das der Download kommt. Spätestens, wenn der Download raus ist, werde ich Folgendes tun, die bei mir im Discord sind, hier reinschreiben, Hof Bergmann, Download, Supporter vorhanden. Die bei mir in der Facebook-Gruppe drinnen sind, werde ich euch auf die Facebook-Gruppe reinposten. Die Product Sech auf der Facebook, auf seiner Facebook-Seite sind, werde ich dort reinposten, Hof Bergmann Supporter Download. Das heißt, keine Sorge, ihr werdet ja nicht verpassen, ihr werdet wirklich definitiv rechtzeitig informiert werden. In allen möglichen Kanälen, Bereichen, was auch immer. Ich werde mir extra noch mit dem schwarzen Tippex oder schwarzen Stift noch zu Hause auf die Toilette draufschreiben, Hof Bergmann Download, Supporter ist da. Die soll am 8.10. enden, denke ich, danach kommen die, werden wir sehen, das weiß nur der Andi, er weiß, wie der Status weit ist, wie viele Fälle das gefixt wurden, wie es eigentlich dort ausschaut und dann werden wir sehen, was und wie auch immer. So, jetzt werden wir das Ganze ein bisschen vorspulen, machen wir wieder Dings an, damit wir was sehen, damit wir auch mal etwas Produkte haben, weil ich finde, diese Animation hier, die ist einfach Hammer. Geil. So, ich bremse mal das Vorspulen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ihr seht, der 36 Liter pro Waschmaschine ist schon da. Machen wir mal 2 Stunden vor. Auf 15 Uhr. Hat Humor auf Facebook, das weiß ich doch nicht. Ich habe gemeint, nein, Marvin Heimelkommen Stream. Da landen denn die ersten gewaschenen Tiere heute. Jetzt machen wir noch einmal eine Stunde. Auf 15 Uhr. Und dann machen wir mal die Waschmaschinen aus, weil sie relativ laut sind. Und lassen wir nur die Gerberei laufen. So. Also. Deaktivieren. Waschmaschinen sind raus. Zeit ist auf 0,5 gestellt. Gehen wir mit der Zeit höher. Und jetzt schalten wir diese Enthaarung, Entfleischungsmaschine an. Und
Ich finde das sowas von geil. Das ist jetzt wirklich mal so geil gemacht. Und nachher, die ganze Geschichte fällt hier in die Kiste rein. Und diese Kiste könnt ihr dann wieder entweder selber nach vorbringen oder setzt auf Verteilen. Und dann landet die ganze Ware hier hinten in der Gerberei. So, aber bis wir da sind, ich liebe diese Animation. Die ist wirklich so geil gemacht. Ich bleibe einfach mal so stehen. Du stehst auf Leder. Ja, ich stehe aktuell wirklich auf dem Leder. Ich stehe wortwörtlich auf Leder. So, also. Das heißt, das läuft so. Jetzt machen wir das Ganze auch noch mal schneller. Und ich glaube, ich habe sogar da auf Verteilen, genau, das heißt auf Verteilen gesetzt. Das heißt, ihr seht ja, es geht relativ rasch. Auch diese Produktion geht genau relativ schnell. Das heißt, da ist auch schon, ihr seht schon, relativ früh aufgefüllt das Ganze. Passt nur auf, deine Nudel nicht reingewickelt wird. Wow, Andi. Wow, hat er jetzt nicht gesagt, oder? So, jetzt hören wir auch mit Vorspulen. Das heißt, wenn man auf Verteilen gesetzt hat, ist ja das Ganze hier vorne in der Wanne gelandet. Ihr seht ja, die Wanne ist schon mit Wasser gefüllt. Jetzt, das Einzige, was noch fehlt, ist unser Gerbstoff. Das heißt, jetzt müsst ihr noch den Gerbstoff, wie gesagt, den bekommt ihr unter Verbrauchsgüter. Hier 680 Euro eine Palette, 1000 Liter ist da drin. Den braucht ihr jetzt, um den hier reinzusetzen. Voilà, wird aufgefüllt. Ihr seht ja, ja, es ging ja, ich würde mal behaupten, genau, halbe Palette ging hier rein. Ich lasse jetzt mal das Ganze auch verteilen. Ich habe zwar die Kisten jetzt nicht da, aber egal, dann lassen wir uns die Kiste spawnen und schalten auch diese Anlage hier. Gerbwannen an. Ihr seht ja, voll. Haut 900 Liter. Und aktivieren. So. Und auch hier jetzt dreht sich die ganze Geschichte. Die Tierhäute, beziehungsweise dieses Leder, wo jetzt gegerbt wird, oder wo denn Leder wird eigentlich. Das heißt, das ist ja Tierhaut im Moment noch, wo entfleischt und enthaart ist, wo jetzt gegerbt wird und dann zu Leder im Endeffekt wird. Die kommt dann da drauf. Dreht sich und halt durch diese ganze Geschichte hier wird das verarbeitet. Auch jetzt machen wir immer ein bisschen Beschleunigung. Jetzt sind wir bei 17 Uhr. Machen wir mal. Werden wir sehen. Ihr seht das Schmutzwasser. Auch Tierhaut gegerbt. Füllt sich. Es braucht jetzt ein bisschen. Geht jetzt nicht mehr so schnell wie vorher. Jetzt haben wir ja schon fast eine Stunde rum. Da braucht es halt ein bisschen mehr Zeit. Bis ihr denn dementsprechend mehr Material habt. Und wenn ihr denn Material habt, zum Entnehmen, wie gesagt, zum Entnehmen braucht ihr entweder diese Kiste hier im Shop, Transportbox, Gerberei, oder ihr lasst es verteilen und wenn es verteilen lässt, dann landet es direkt oben. Das heißt, jetzt werden wir nicht die Kiste holen, sondern wir werden uns das Ganze spawnen lassen. Tierhaut roh, Tierhaut gewaschen, Tierhaut gegerbt. Das ist jetzt eigentlich das Endprodukt, wo wir da haben. Und genau das, diese Kisten mit dem Endprodukt, so schauen sie aus, kommen nachher auf diesen Kranen. Wie das ohne Verteilen läuft, das kann man sich mal Zeit dafür nehmen. Weil ich kann mal schnell gucken, wie das läuft. Man kann ja nochmal das Ganze vorspulen, das heißt, die Tierhäute reinstellen und dann mal gucken, wie das ist, wenn man es nicht verteilt.
Ich müsste aber den Material da haben, Panik bitte. Ich kann aber für nächstes Mal so vorbereiten, dass wir denn das Ganze machen, ohne dass wir Material da haben. Oder dass wir Material da haben. Das heißt, die Kisten, alles drum und dran, dass man denn das eigentlich abholen kann. So, jetzt machen wir zwei da drauf. Und schalten wir den gerade rein. Jetzt geht das raus. Moment. Gut. Das heißt, jetzt füllt sich dort auf. Ich wollte jetzt eigentlich mitgehen mit dem Kranen, damit er sieht, wie er sich auffüllt. Egal. Ich werde es auch selber testen. Oder so. Die Kisten bleiben. Das heißt, die Kisten behaltet ihr ja nachher. Und so sehen denn eigentlich diese fertigen Rollen. Wenn sie denn fertig sind, das heißt, sie sehen Johannes Cyberkurs. Warum geht bei der Weihbachtal der Kran nicht? Vor allem Weihbachtal? Weihbachtal? Mein Kran funktioniert. Ich weiß nicht, was du mit deinem Kran gemacht hast. Aber es heißt eigentlich Weißenbachtal, oder? Das heißt, die Häute positionieren sie nach hinten und sobald dass ihr ein paar Häute schon da drin habt, das heißt, du hast sicher mal was falsch gemacht. Trocknungsvorgang, jetzt könnt ihr den aktivieren und jetzt läuft er. Das heißt, jetzt springt auch der Lüfter nach hinten an, jetzt hört er auch dieses Geräusch von dem Lüfter und das Ganze wird jetzt dann halt dementsprechend verarbeitet bzw. getrocknet, damit nachher dann Leder draus entsteht. Jetzt nehmen wir die Kiste auch noch dazu und das spulen wir vor, dann werdet ihr sehen, wie die Kiste nachher da vorne, was denn spawnt und wo es spawnt. So. Das sehen wir ja. Bringen wir auch Dino drauf. Birgit, einfach kommen wir drin. Dann hast du was falsch gemacht, Johannes. So. Gut. Also, oben haben wir es. Trocknung ist am Laufen. Dann würde ich sagen, verschieben. Was heißt verschieben? Eben. Noch einmal. Es gibt, Leute, jetzt lernt einfach etwas. Es gibt eine Anleitung. Diese Anleitung ist genau beschrieben. In dieser Anleitung steht auch, welchen Kran das ihr nehmen müsst. Es ist alles verlinkt. Wenn er das befolgt, egal ob die Anleitung im Discord oder die Anleitung unter meinem YouTube-Video, wenn er das lesen tut, befolgt, dann funktioniert alles. Ihr müsst einfach wirklich lesen. Und das ist das, was ich die letzten drei Tage gemerkt habe. Viele Leute können einfach nicht lesen. Lesen, Anleitung, Links anklicken, wo drin sind, runterladen, das tun, was geschrieben ist und dann funktioniert alles. So, jetzt sind wir aber nicht auf der Weißbachtal, jetzt sind wir auf der Hofbergmann, jetzt widmen wir uns nicht dem Kranen, sondern der Gerberei. Vielen Dank. Gut. Also, jetzt spulen wir vor, ich mache aber schon mal Licht an, weil jetzt wird es dunkel. Und lassen das Ganze trocknen. Wenn der Leder getrocknet ist, wenn es wirklich der Leder ist, dann spawnen euch hier die Kisten, wo ihr den abholen könnt und dann diesen Leder könnt ihr dann verkaufen. So, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Gucken wir auch da rein, ihr seht ja, das Trocknungsprozess, das dauert jetzt einfach. Das ist nicht einfach jetzt innerhalb von 5 Minuten erledigt und gemacht, sondern da braucht jetzt einfach seine Zeit. So wie sie das gehört. In der Changelog, das was ich mal rausgelesen habe, steht auch geschrieben, das kann man sich mal schnell angucken, die, wo im Weinberg unterwegs ist, war immer jetzt die Thematik, dass beim Reinigung von den Trauben man immer in Stocken geraten ist, und man
warten müsste, beziehungsweise nicht alle Trauben verarbeiten konnte, weil die gar nicht reingepasst haben. Wenn er die Changelog jetzt lesen tut, der werdet ihr nachher sehen, da hat ja der Andi geschrieben rein, dass Weinberg, Weingut wurde die Kapazität von Traubenreiniger von 10.000 Liter auf 50.000 Liter erhöht. Somit können mehr geerntete Trauben abgeladen werden. Das heißt eigentlich, dieses Problem sollte jetzt nachher behoben werden, damit ihr dann halt zu wenig Trauben abliefern konntet und dann einfach halt Traubenstau da war. So, in deinem Shop finde ich es cool. Ja, ob das jetzt cool ist, so, dass der Products Lederwaren-Shop hat, da gibt es schon böse Zungen, wo behauptet haben, der Product steht auf Leder und so, oder? So alle Feuerengel und so, oder? Also, 1000 Liter benötigen wir, bis die erste Palette spawnt. Ich hätte mich auch lieber mit was anderes gerühmt als mit dem Ledershop, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das bringt mich eigentlich in eine Verrufung bzw. einen schlechten Ruf. Da kann man sich jetzt gedanklich alles Mögliche drunter vorstellen. Und das ist halt nicht so vom Vorteil. 970. So, und da ist jetzt die erste Palette gespawnt. Jetzt lassen wir einfach Tag werden. Und wenn der Tag ist, dann machen wir nachher weiter. So, hier ist jetzt die erste Palette gespawnt und so schaut diese, du weißt doch, eindeutig, zweideutig. Und so sieht diese Palette mit Leder aus, wo ihr den verkaufen könnt. Und diese Waren verkauft ihr dann halt, wie schon erwähnt, im Prodis Shop, beziehungsweise Products seinem Ledershop. Der ist in dem alten Stadtteil hier bei der Einfahrt zur Kirche. Eigentlich an einem blöderen Ort hätte es nicht sein können, oder? Jetzt müsst ihr mal vorstellen, oder? Also, ich gehe mal dahin. Und wieso der blödere Ort könnte gar nicht sein? Jetzt stellt euch einfach mal vor, oder? Hier Friedhof und Kirche. Und jetzt die ganzen Gläubigen laufen am Sonntagmorgen hier vorbei, gehen zu der Kirche oder zu der Messe. So. Und jetzt, ihr wisst ja da, meistens Männlein, Weiblein, laufen sie fest verliebt. Der guckt da rein. Och, guck mal dieses Wäsch, guck mal diese Unterwäsche da. Da ist jetzt der Bug, das wird auch gefixt, dass man nicht reinkommt. Guck mal da, diese Unterwäsche da. Ach, oh, Junge da. Och. Schatz. Und dann verguckt er sich da so lang, dass er sogar noch den Pfarrer vergisst. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich kontraproduktiv. Das heißt, ich bin einfach nicht schuldig, wenn Pfarrer seine Kirche jetzt plötzlich leer ist und mein Laden komplett voll. So. Also, die Verkaufsstelle ist hier hinten im Hof. Das heißt, ihr fahrt einfach da rein. Und da hinten wird die ganze Geschichte verkauft. Ihr seht ja, hier sind schon ein paar Paletten platziert. Und da könnt ihr die Lederwaren verkaufen. Prodis Lack- und Ledershop. Ja gut, Gott sei Dank steht noch nicht noch Lack und Leder, weil das wäre jetzt wirklich Höhepunkt nachher von dem Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also, gut. Soweit haben wir die Gerberei hier abgearbeitet. Jetzt gehen wir zu dem Punkt, wo ich in diesem Vorstellungsvideo einen Fehler gemacht habe. Und das ist folgendes hier gewesen bei der Schweinezucht. Das heißt, einerseits habt ihr hier die Schweinezucht, die ist riesengroß. Ihr habt ja, ich habe da zwei Ställe und pro Stall habt ihr hier 600 Schweine. Das heißt, ihr könnt in diesem Stall 600 und in diesem Stall 600 züchten. Ich habe denn gesagt im Video, weil ich keine Ahnung, was ich gemacht habe, ich zeige euch, was ich falsch gemacht habe. Ich habe denn im Video gesagt, da gehen 220er Ballen rein. Stroh. Stroh passt. Jetzt machen wir Stroh und nehmen wir 180er Ballen. So, was habe ich gemacht? Ich habe den Ballen hier zum Trigger hingehalten und der ging er nicht. Das heißt, das ist ein Strohlager.
Das ist nicht Strohlager, wie man vom Object Storage raus kennt, vom GTX seiner Mod, sondern da rein könnt ihr lagern Stroh. Jetzt machen wir 220er. Jetzt machen wir 240er. Jetzt machen wir Rundballen. Stroh. Jetzt machen wir 150er Rundballen. Ich hoffe, dass ich jetzt vorher alles Stroh gemacht habe, weil jedes Mal herumwechselt. Und machen wir nochmal 180er rund. So, und mehr gibt es größer nicht mehr. Das heißt, 238er sind nicht uns. Also, ihr seht ja, ich habe da verschiedene Ballen. Jetzt machen wir einfach so, schiebe ich das einfach alles rein. Und ich sehe schon, ich habe nicht alles Stroh. Das ist Heu. Da sind wir schon wieder beim Punkt, dass ich die falschen Ballen genommen habe. Dann nehmen wir die Hadeballen. Heu nehmen wir weg, weil Heu nicht geht, nur Stroh geht rein. Und diesen Lager müsst ihr wirklich hier beim Lager sein zum Auslagern, oder? Du hast Heu gemacht, ja. Aber ihr werdet verstehen, was ich meine. Ich kann ja eigentlich auch nur Strohballen spawnen lassen. Statt Heuballen machen wir die anderen. So. Also, ich habe Hadeballen, ich habe runde Ballen, ich habe runde groß, runde klein, quadratische. Ihr seht Hadeballen, die anderen. Je nach Größe ist eingelagert. Das heißt, jetzt folgendes zum Auslagern. Genau das Gleiche. Jetzt gehe ich dahin und ich habe Quadraballen. Jetzt müsst ihr wissen, welche Größe welcher Ballen das ist. Das heißt, wenn ich jetzt 6 Hadeballen habe, dann kann ich nicht 10 Hadeballen rausnehmen, sondern nur 6 Hadeballen. Ich habe 2 größere Quadraballen drin. Das heißt, ich kann auch nur diese zwei größere Quadraballen auslagern. Ich habe Rundballen von 5000 Liter, 9 Stück. Also kann ich auch diese 9 Stück auslagern. Das heißt, wenn ich jetzt diese 9 Stück rausnehme, dann sind die draußen. Aber ich kann nicht damit irgendwelche falsche Ballen, oder sagen wir mal so, ich kann damit nicht jetzt lose Line riefen und Ballen rausnehmen oder umgekehrt. Das heißt, diese Anzahl an Ballen und diese Größe an Ballen, wo reingeht, nehme ich auch raus. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie andere Größe rausnehmen, weil ich mir den würde gerne die Presse sparen. Das geht nämlich nicht. Das heißt, ihr könnt nur Strohballen lagern, egal welche Größe, und das, was ihr gelagert habt, 1:1 wieder auslagern. Und das Ganze funktioniert hier an der Säule und nicht hier wie die anderen Lager über dieses Menü. Das heißt, auch das Lager werdet ihr hier nicht im Menü drinnen sehen, sondern das ist eigentlich nur hier bei der Schweinezuchtanlage und funktioniert nur Entnahme hier direkt am Lager und nicht über die Object Storage. Aber ihr könnt alle Größen reinbringen. Das heißt, egal ob ihr jetzt große Ballen, kleine Ballen macht, egal ob ihr Rund- oder Quallenstrohballen macht, da könnt ihr alles lagern. Ich kann das jetzt nochmal anders zeigen. Mal gucken, ob ich alles rausbekomme. R. So, Lager ist leer. Also, jetzt machen wir das ein bisschen Platz.
das ist jetzt falsche Ware gewesen. Ich werde jetzt weniger Balance spawnen, einfach ein paar verschiedene Größen, dass er sieht, wie sich das drinnen platziert. Ich finde das Lager sehr gut. Wieder ein Alleinstellungsmerkmal der Hof Bergmann und meinen Augen auch sehr sinnvoll. Ja, es ist wirklich, du kannst selber entscheiden, das heißt auch, wenn du was Falsches an Strohball presst oder was, egal was für Größe, du kannst jede Größe hier reinbringen und du musst es auch hier auslagern. Das heißt, du kannst das nicht einfach irgendwo auf der Map stehen, oder? So, also machen wir noch einmal. Rund. Stroh 180er zweimal. Dann machen wir 150er Stroh. Auch zweimal. Schieben wir direkt rein. Auch das da. So, jetzt machen wir 120er Stroh. Oder 125er. So. Also, jetzt machen wir die Quadra-Geschichte. Stroh. Zweimal. Da sind ja die Hadeballen. So. Dann machen wir 180er. Gut. Zwei. Jetzt machen wir 220er Stroh. Und dann machen wir noch 240er Stroh. So. Also, Ausgelagerungsplatz ist auch genug groß, das heißt zum Auslagern. Jetzt hat man von jeder Ballengröße etwas gemacht. Hadeballen, denn die, das waren die 100. Ihr seht jetzt auch unter in der Lagerkapazität, 300 Ballen haben Platz. Wir haben von jedem Ballen jetzt zwei drin. Das heißt, wenn ihr diesen Hut seht, da unten rechts, der seht ihr in der Ballenkapazität oder Ballenanzahl, ich habe 14 Ballen von 300. 300 haben Platz. Nicht von jeder Größe 300, einfach 300 würde ich jetzt mal behaupten insgesamt. Aber das muss man zuerst mal schaffen, 300 Ballen zu machen. Und die platzieren sie dann halt anhand von der Größe und auch anhand von dem Platz, was auch immer nachher. Und so sind sie da. Und wenn er den auslagert, das heißt, wenn ich jetzt da hingehe, ich habe jetzt von jeder Literanzahl zwei Ballen. Das heißt, Quadraballen 700, Stroh 7000 Liter 2, 8250 2, 9000 Liter Quadraballen 2, Rundballen 5000 Liter 2 habe ich, Rundballen 7500 Liter 2 Stück habe ich, Rundballen 11000 Liter 2 Stück habe ich und wir sind einmal rum. Das heißt, ich kann nicht irgendwie sich mir die Ballen hinschieten oder sonstiges, sondern ich kann einfach wirklich das, was ich eingelagert habe, auch eins zu eins wieder rausnehmen. Das ist das. Ihr seht ja, Gülleanschlüsse. Ich habe jetzt noch nicht probiert, ob das mit dem LSFM-Fass auch zusammenpasst. Und sonst habt ihr einfach auf diesem LSFM-Fass habt ihr einfach diesen Anschluss, wo ihr den direkt entnehmen könnt. Da ist das große Gülle-Lager oder der große Gülle-Becken. Da hinten ist dann noch der Mistbecken für den Stall hier und auch hier der einzelne Gülle-Becken. Das heißt, von diesem Gülle-Becken könnt ihr dann einfach ins große Gülle-Lager rüberbringen, wenn da schon voll ist. Das ist das. So, also, so viel zum Lager. Das heißt, das ist mir in dem Video untergelaufen. Das habe ich eigentlich selber auch noch nicht damals gewusst. Beziehungsweise ich habe gemeint, es geht immer eine Größe. Also, hier die Kirschplantage. Das ist der Highlight von der Hof Bergmann. Das heißt, ihr habt ja hier einerseits steht, Achtung, Gelände wird überwacht. Ich habe ja dieses eine Kurzvideo gemacht mit dem auf TikTok und auf Facebook, glaube ich. Auf YouTube eigentlich auch. Das heißt, kann ich euch nochmal schnell Miguel Heiberkon streamen. Das heißt, dieses eine Kurzvideo gemacht, wo
der Meister in der Plantage mit der Taschenlampe herumläuft und das Ganze auch bewacht. Jetzt aktuell in der Phase, so wie ich die Map jetzt habe, hat sie noch einen Fehler drin, der ist aber laut Andi schon behoben. Das heißt, ihr seht ja, hier sehe ich die Kirschen drauf und hier sehe ich keine Kirschen drauf. Es steht erntereif, aber ich sehe sie nicht. Hier, wo ich sie sehe, steht im Wachstum. Das heißt, da ist jetzt ein bisschen noch verkehrt das Ganze, dass die Bäume in meiner Version ein bisschen zu früh blühten, ein bisschen zu früh Früchte drauf haben und passt nicht alles. Geplant ist eigentlich so, und ich denke, dass das jetzt so funktioniert, wenn der Andi sagt, dass das in Ordnung ist. Das heißt, die Kirschen, seht ihr, könnt ihr im Mai und Juni pflücken. Das heißt, eigentlich müsste denn so geplant sein, aber denke ich, wird jetzt so sein, dass die Kirschen die Bäume Blüten drauf haben im März und April und dann im Mai und Juni die Früchte drauf. So, was jetzt alles ein bisschen zeitlich zuvorkommt. Wenn die Bäume Blüten drauf haben, dann sieht das eigentlich so aus. Ich kann euch mal ein Foto zeigen. Es ist zwar vom Januar und Februar, aber es sieht, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig schön aus. Es macht wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kirschplantage mit den Blüten drauf, das ist einfach Hammer. Jetzt muss ich nur das richtige Foto finden. Da sind die Kirschen drauf. Moment schnell. Ah, da. Dann ziehen wir mal schnell das Foto rein. Dahin muss ich gehen und das aktivieren. So schaut denn aus. Klar, jetzt fehlen, weil es Januar war, noch die Blätter drauf. Aber ich denke, wenn dann auch noch die Blätter drauf kommen, wenn das alles zum richtigen Zeitpunkt funktioniert, dann wird das nochmal eine Runde eindrucksvoller sein, als es jetzt schon ist. Aber dieser Detailgrad an wirklich an Blüten drauf, das ist einfach Landwirtschaftssimulator anders. Aber wirklich, wirklich anders. Oder auch, wenn man jetzt nachher sieht, hier die Bäume, wo die Kirschen drauf haben, oder? Auch da einfach genial. Zum das Ganze pflücken, beziehungsweise zu das Ganze einsammeln, braucht ihr im Shop, gibt es nachher diesen einen Wagen. Wir werden jetzt das Ganze ein bisschen beschleunigen, dass wir den nächsten Monat bekommen. April, Mai haben wir gesagt. So, das heißt, ihr braucht, jetzt machen wir Folgendes, jetzt werden wir wieder sich den Shop hier überholen. So. Also, einerseits braucht ihr da euren Kirschtechnik, diesen Wagen. Den kaufen wir denn. Und ihr braucht einen Traktor dazu. Ich würde jetzt nicht gerade unbedingt den 1050er davor spannen, sieht sicher lustig aus. Aber ja, ich habe schon gesehen, dass schon die kleinen Traktoren relativ groß sind für diesen Wagen. Das heißt, da reicht eigentlich komplett ein kleiner Traktor, ob man jetzt den kleinen 5S nimmt oder sogar nochmal eine Runde kleiner geht zu diesen Mini-Traktoren. Das lasse ich euch frei. Der, wo will, kann sich auch einen 1050er davor spannen, wenn er dann danach ist. Würde ich aber jetzt nicht unbedingt empfehlen. Jetzt gehen wir bis zu Mai, damit ihr seht, wie man das erntet. Eben, wie gesagt, meine Version hat jetzt noch diesen einen zu früh Reife-Fehler, wo aber nachher das behoben ist und bei euch das alles sauber ausschauen wird und sauber funktionieren wird. Java, hi, willkommen im Stream. So, also. Muss man Mai werden. Ich hole mir schnell was zu trinken, bin gleich wieder da, Leute. Ich lasse aber so vorspulen.
So, also es braucht noch ein bisschen, bis der nächste Tag ist. Wann bekommen Supporter die Frage? Tom, das wirst du sehen auf der LSFM-Seite, wenn dort der Andi das Ganze ankündigt. Das heißt, Nobby, Hypercom-Stream. Sobald das der Andi das Ganze ankündigt auf der LSFM-Seite, das heißt, das ist auf der Seite hier. Schnell einen Link raussuchen. Also, LSFM. News, kopieren, einfügen. Das heißt, sobald das diese Ankündigung hier kommt, werdet ihr das sehen und dann kommt das raus. Oder wenn ich denn das auch sehe und dann das Ganze in Discord und Facebook und keine Ahnung wo poste, dann werdet ihr das auch sehen. Jetzt will ich nur noch schnell diesen Wachmann noch erwischen. Muss nur gucken, wo er ist. Da hinten ist eine Lampe. Da läuft der Andi herum. Da ist unser Wachmann, wo die Plantage bewacht. Wo die Plantage hier in der Nacht bewacht und seine Runden dreht. Nicht erschrecken. Das heißt, er schützt eure Kirschplantage vor Fremdlingen, von keine Ahnung was, von irgendwelchen Greifvögeln, damit euch eure Kirschen nicht weggestimmt werden. Und ihr dann die ganze Geschichte auch verkaufen könnt. Das heißt, Kirschen könnt ihr nicht verarbeiten, die könnt ihr verkaufen. Jetzt haben wir ja so oft vorgespult. Ich stoppe jetzt noch mal vorspulen. Wenn ich jetzt noch mal zu den Bienenstöcken rüberlaufe, da seht ihr, 35 Liter Honigwaben habe ich jetzt pro Stock drinnen. So. Das heißt, mit der Zeit spawnen Geschichten und jetzt können wir nochmal etwas anderes angucken. Das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist das mit dem Friedhof. Auch hier spawnt am Friedhof in dem und neuem Stadtteil Biomasse, wo ihr abholen könnt und dann bei euch in Kompost reinschmeißen könnt. Weil so wie das meistens ist, es gibt die Abfälle auf dem Friedhof und dann gibt es diese Abfälle, wo ihr halt hier abholen könnt. Gut. Und keine Sorge, ihr holt keine Leichen und keine Freddys und sonstiges ab, sondern nur Bioabfälle. So. Und er spuckt nicht auf Friedhof und sonstiges auch nicht. Also, jetzt gehen wir zu unserem Fahrzeug, lassen wir Tag werden und sobald es der Tag ist, dann begeben wir uns auf Sammeln. Ich erwähne es aber noch einmal, dass hier bei mir noch der Bug drinnen ist. Das heißt, wenn die Supporter-Version raus ist, dann wird das eigentlich alles funktionieren. Ich würde aber gerne noch auf etwas zurückkommen. Das heißt, die Erfahrung die letzten paar Tage, wo man den halt immer wieder gesehen hat, mit dem Thema Kraneinbau. Leute, räumt eure Mod-Ordner auf. Teilweise gab es Personen, die hatten schon auf der einfachen Maps, wo keine Skripte verbaut sind, Probleme, weil einfach Mod-Ordner vollgeklatscht waren. Räumt wirklich auf, nehmt nicht alles rein. Ihr werdet nichts verpassen, wenn ihr auch mal ein Mod nicht drinnen habt. Anstelle alles vollgeklatscht und dann funktioniert es nicht. Und dann feststellen, dass es an eurem Mod-Ordner liegt, und nachher dann traurig sein. Wie sind eigentlich deine Erfahrungen mit Start im Frühling? Funktioniert das so nicht? Bis jetzt habe ich noch nichts festgestellt. Ich war aber noch nicht im Multiplayer, ich war im Singleplayer bis jetzt. Ich war bis jetzt im Singleplayer.
Bis jetzt im Singleplayer habe ich nichts entdeckt, dass es nicht funktionieren würde. Also, zum Bienensammeln, zum Kirschensammeln müsst ihr nichts anderes Taste X drücken. Wenn ihr Taste X gedrückt habt, kommt dieser Kreis und nachher Taste B drücken, dann dreht sich der Kreis und jetzt fahrt ihr einfach vom Baum zu Baum. Ich hoffe, ich erwische es gerade direkt. Und dann sollte das eigentlich einsammeln. Wir sind im Mai, oder? Ja, wir sind im Mai. Es sollte einsammeln. Ich sammle im Moment nichts. Gut, eben wie gesagt, ich habe noch einen Bug drin. Das heißt, manchmal funktioniert, manchmal nicht. Bei euch soll denn das Ganze gut funktionieren. Ich kann noch mal probieren, vorspulen. Vielleicht ist das eine Lösung. Manchmal ist aber auch dieses Vorspulen nicht so vom Vorteil. Weniger Vorspulen ist es besser als zu viel Vorspulen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist ja... Ich spule jetzt trotzdem noch ein bisschen vor. Und dann bescheiße ich mal das Ganze. Weil dieser Test im Multiplayer war. Eben, Multiplayer war ich noch nicht. Darum kann ich dir auch nicht sagen, bitte. So. Es kann im Multiplayer dazu führen, dass die Felder, alle Felder Grasfelder sind. Okay, danke für die Info. So, dann hören wir jetzt auf mit Vorspulen. Und dann probieren wir das auf die Art und Weise. Und wenn es nicht geht, nicht Trauben, sondern Kirschen. Wachstum erntereif 1. So. Ah, jetzt. Wenn es nicht anders geht, dann machen wir es damit. Also. Jetzt kann ich einfach so rüberfahren. Das Ganze laufen lassen. Und dann immer diesen Baum erwischen, circa 200 Liter kommt darüber, plus minus. Und dann füllt sich die ganze Geschichte. Das heißt eigentlich, für den Wagen voll, braucht er zwei Reihen ungefähr. Und wenn ihr dann die ganze Geschichte voll habt, oder eine Reihe braucht er für den Wagen voll, stimmt? Eine oder zwei? Gute Frage, ich habe mal zwei. Wenn ihr die ganze Geschichte voll habt, das ist jetzt auch Maximumgeschwindigkeit in dem Plantagen drin, mit 10 km pro Stunde, 2000 Liter, 2,2, 2,4, also ihr braucht zwei Reihen. Löwenfuzzi, Hyperkommens drin. Abstellen, Dings machen, jetzt mache ich ihn voll. Füllen, 4000 Liter gehen rein. Und jetzt kann ich Taste I drücken, entladen und dann habe ich das Ganze in Paletten. Und jetzt kann ich diese Kirschen in Paletten wegbringen bzw. verkaufen. Wo ich sie verkaufe, das seht ihr nachher in eurem Preisübersicht bzw. im Preismenü. Und das ist da oben. Alte Brennerei, Bäckerei Direktverkauf, Elas Dorfladen oder Supermarkt. Bedenkt, dass ihr immer noch auch in dieser Version so ist, dass ihr im Dorfladen im Hof hinten verkauft und nichts mehr im Laden drin. Das mit dem Laden drin, das war schon in der vorherigen Version Geschichte und nicht mehr möglich. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was hier in der Changelog steht. Ich weiß nicht, inwiefern dass sich das Ganze ändern wird aus der Changelog. Wo viele sehr wahrscheinlich erfreuen wird, was ich relativ rasch am Anfang vom Video schon erzählt habe. Das heißt,
Es ist nun möglich, weitere platzierbare Stellen auf der Map zu platzieren. Das heißt, wenn ihr jetzt möchtet, könnt ihr euch weitere Tierstellen platzieren auf der Map. Ob man da diesen Zusatzmod braucht für mehr Tierstellen, das weiß ich nicht. Das steht nicht in der Changelog drin. Die Baufläche steht immer noch genau gleich zur Verfügung, wie sie stand, am gleichen Ort. Und auch Funktion von der Baufläche, wenn man sie gekauft, ist immer noch genau gleich. Das heißt, man hat sie gekauft, das habe ich jetzt schon, die gehört ja mir eigentlich. Wenn ich jetzt hier auf Land gucke, nichts anderes als im Baumenü gehen, schnell Bauern drücken, sich vielleicht in richtige Position mal drehen und nachher auf Zaun draufklicken, verkaufen und der Zaun ist weg. Ihr bekommt dafür kein Geld, aber die Fläche ist jetzt frei und jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ob er da sich die Tierstelle baut, ob er da sich nochmal einen Hof drauf baut oder wie auch immer, das bleibt euch überlassen. Gut, das ist das. Meine Frau ist schon sehr heiß auf die Map. Sie möchte auf der Karte spielen. Kölsche Papp, jetzt würde ich mir aber Gedanken machen, wenn deine Frau heiß auf die Map ist, was ist mit dir? Ist sie auf dich auch noch heiß oder nur auf die Map? Weil da würde ich mir Sorgen machen, wenn sie nur auf Map heiß ist. So. Also. Jetzt gehen wir schneller, spielen wir ein bisschen mal vielleicht die Changelog noch durch. Weil ich habe sie selber auch noch nicht groß gelesen. Fangen wir oben an. Volle Mais Plus Unterstützung wurde integriert. Aktuelle Mais Plus Version aus dem Mod Hub wird benötigt und die FS22 Mais Plus Hof Bergmann Animal Food Edition Editions aus der Ordner Optional Mods. Das ist das, was ich euch gezeigt habe. Das heißt, wenn ihr das Ganze downloadet und entpackt, dann habt ihr da euren Optional Mods. Das heißt, die Hof Bergmann Mods, wo die ganzen Hof Bergmann und Map drinnen ist. Und die Optional Mods und diesen Optional Mods ist, wenn ihr Mais Plus benutzen wollt, hier diese Mais Plus Datei. Zu dieser Mais Plus Datei braucht ihr noch Mais Plus aus dem Mod Hub. Wollt ihr ohne Mais Plus spielen, dann tut ihr einfach diese Datei nicht rein, dann müsst ihr auch kein Mais Plus runterladen und dann spielt ihr ganz normal auf der Hof Bergmann wie bis jetzt. Das heißt, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr zu irgendwas mehr verpflichtet werden, wenn ihr das nicht möchtet. Danke an der Farming Agency für die Zusammenarbeit, damit dies möglich wurde. Ein besonderer Dank geht auch an Achimobil, der dafür viele Stunden mit Test verbracht hat. Density Map High Types, abkippbare Haufen, Limit wurde erhöht. Die Map wurde erweitert, es wurde ein neues großes Gebiet erschlossen. Schweinezuchtanlage mit zwei großen Schweineställen im neuen Gebiet eingebaut, kann per Farmland gekauft werden. Futtermischer für Schweinefutter bei der Schweinezuchtanlage verbaut. Das heißt, die ganze Geschichte, das ist ja das, wo wir vorher waren. Dieses große Gelände hier. Dieses Gelände, wenn man das kaufen will, kostet uns knapp ein bisschen mehr als eine halbe Million. 634.000. Dieser Hof 3 da oben, wo ich, kostet euch 1.014.000 €. Ich habe am Anfang vom Stream gesagt, eigentlich in meinen Augen ist das, dieser Hof da oben, eigentlich komplett eigene Stadt, eigene Welt, komplett eigenes. Ihr habt da oben, habt ihr ja alle Tiere, ihr habt da oben Käseproduktion, ihr habt da oben Butterproduktion, wenn ihr das möchtet. Das heißt, jemand, wo nicht viele Produktionen mag, ist auf diesem Hof ganz gut versorgt. Weil Käse, Butter machen die relativ einige Landwirte auch zu Hause. Und mehr muss er gar nicht machen. Er hat aber um den Hof herum richtig schöne, feine, kleine Felder und kann komplett mit kleinen Geräten anfangen. Da hinten ist eine Wiese. Ich habe mir mal diese Wiese angeguckt. Man hat ja eine Baufläche. Man hat ja auch noch eine Baufläche, oder? Ich werde aber jetzt mal diese Wiese missbrauchen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß, der Andi wird mich jetzt für das hassen, aber was spricht dagegen, euch hier, wenn ihr euch auf dem Hof 3 platziert aus oder annistet oder zu Hause seid, was spricht dagegen, sich auf dieser Wiese, auf dieser Fläche einen schönen
Zusatzteil vom Hof anzubauen, wo ihr vielleicht eure Geräte, eure Fahrzeuge ein bisschen vom Hof wegbringt und da unten versorgt. Spricht ja nichts dagegen. Platz habt ihr ja. Da müsst ihr nicht da runterfahren, sondern da habt ihr es da hinten. Weil die Fläche ist relativ eben, die Fläche ist eben relativ gerad. Kann man gut nutzen. Vielleicht. Beispiel. Es ist auch nicht als Feld definiert. Das heißt, wenn ich hier auf Precision Farming drauf gehe, da sind Felder, das ist nicht Feld. Ist zwar eine Wiese. Könnt ihr nutzen. Nur so als Tipp. So. Gut. Das heißt, dass der Teil da oben ist quasi komplett eigenes Land. Und der, wo Kirschplantage machen will, kann sie machen. Der, wo die Bienenstöcke machen will, da unten, kann sie machen. Das heißt, ihr seid nicht verpflichtet, irgendwas zu tun, wo ihr nicht wollt. Und durch da, dass es relativ viele kleine Felder hat, könnt ihr eigentlich wirklich jetzt ganz gut klein anfangen. Da habt ihr nochmal ein kleines Feld. 11 ist auch nicht allzu großes Feld. Auch hier Feld 6, Feld 9, 22, 23, wo geteilt wurden, das Feld 30. Ihr habt wirklich sehr viele kleine Felder. Ihr könnt aber somit eigentlich auch, der, wo mag, kann auch mit ganz großen anfangen. Große Felder, da habt ihr eine Baufläche, da habt ihr eine riesengroße Rinderzucht, da habt ihr eine riesengroße Schweinezucht und kann eigentlich riesengroß mit euren riesengroßen Geräten unterwegs sein und das Ganze bearbeiten. Es steht euch nichts im Wege. Das heißt, die Map ist eigentlich von klein bis groß, bietet euch wirklich alles. So. Schön, dass der Prodi auch wieder mal was macht. Ja, wirklich schön, ja. So. Gdajbomo lahko tole igrali verzijo. Takrat, ko bo na domači strani, takrat, ko bo na Facebooku, takrat, ko bo na Discordu objavljeno, takrat bo te lahko igral. Da pa to bo, to pa ve sam modr sam. So, ich bin am überlegen, ob ich doch nicht einen Kuhstall platziere, weil was mache ich im Winter mit den Kühen auf der neuen Weide? Ja, die haben ja hier so einen Schuppen. Casey Blair, hey, komm drin. Die Kühe haben ja hier den Schuppen. Die können sich halt in den Schuppen verstecken. Was ich meine? Matthias, Sally. Die haben ja Schuppen. Die Kühe haben Schuppen. Sie sind zwar nicht drin, aber sie können sich verstecken da drin. Trotzdem, weißt du, was ich meine? Okay, ist ein bisschen löchrig für Winter, aber okay, sollte gehen. Sollte trotzdem gehen. Oder du platzierst dir wirklich nur einen Tierstall hin. Das bleibt dir frei überlassen. Gut. Also, gehen wir weiter zu der Changelog. Ziehen wir sie nochmal rein. Da kommt nochmal ein ganz... Das heißt, Futtermischer für Schweinefutter wurde auf dem Schweinezuchtanlage platziert. Stimmt ja, da war doch das. Das war ja der Teil. Das heißt, die Schweinezuchtanlage. Da hinten. Schweine besuchen. Da habt ihr wirklich einen ganz großen Futtermischer. Stopp. In die Richtung laufen. Da, wo jetzt unsere ganzen Ballen liegen, wo wir diese Ballen halt getestet haben. Hier habt ihr wirklich einen riesen Futtermischer, Entnahmestelle für Futter und so weiter und so fort, wo ihr diese Zuchtanlage betreiben könnt. Wie geht's dir? Ja, so weit geht's. Ich bin immer noch relativ müde und angeschlagen und keine Ahnung was, aber so weit geht's. Je länger das der Tag dauert, umso schlimmer ist es. Am Abend dann zwei, dreimal schlafen und dann ist es wieder so einigermaßen in Ordnung. Obwohl, das ist schon wieder müde gekommen. Geht es wieder aufwärts mit Gesundheit? Das wird der Doktor entscheiden. Tacheles reden, das heißt, ich habe jetzt relativ einige Tests durch, noch nicht alles. So wie es ausschaut, ist Herz alles in Ordnung. So wie es ausschaut, ist Lunge jetzt auch wieder in Ordnung. Das heißt, Lunge in Ordnung, der Herz in Ordnung. Ich habe jetzt nachher noch Dings, habe ich denn mal in Klinik noch Abklärung zum Thema Schlafapnoe und was es denn sein wird oder worauf das sehr wahrscheinlich rausläuft, dass sehr wahrscheinlich diese Überzeitleistungen, wo über mehr als ein halbes Jahr gelaufen sind, doch ein bisschen mehr Spuren hinterlassen haben, als einem recht ist.
Das heißt, gleichzeitig beginne ich nächste Woche ab Donnerstag Sitzungen bei Psychologen, weil sehr wahrscheinlich es Richtung Burnout rausgeht. Das heißt, ich bin müde, ich schlafe relativ ganz komisch, ich schlafe wenig, ich schlafe mal gar nicht, ich schlafe mal so immer so häppchenweise und ich erhole mich nicht. Das heißt, es gibt so Tage, wo einigermaßen funktioniert, dann gibt es aber die anderen Tage, wo du nur noch quasi am Morgen, du kannst nicht aufstehen, du kommst nicht aus dem Bett raus, du bist nicht fit, obwohl dass du einigermaßen gepennt hast, zum Beispiel heute Morgen aufgewacht. Ich habe zwar relativ schlecht geschlafen, ganz wenig geschlafen, aufgewacht, bin im Bett liegen geblieben, aufgestanden, weil ich auf Toilette musste, schnell etwas getrunken, Tabletten genommen und wieder zurück ins Bett und bin einfach so 2-3 Stunden im Bett gelegen, ohne irgendwas zu machen. Das ist im Moment der Alltag. Und darum, manchmal gibt es Tage, wo ich ein bisschen spazieren gehen kann oder einigermaßen etwas normaler läuft. Da gibt es aber solche Tage, wie zum Beispiel der heutige Tag, war ich total für nichts zu gebrauchen. Ich war zwar im Discord mit dem Dings, mit dem Lars und Bene waren was ab und zu da. Ich habe nicht mal groß gesprochen, ich war müde, ich war einfach total so außer sich und für nichts zu gebrauchen. So sind im Moment meine Tage. Gut, aber lassen wir die Tage mal auf Seite. Abklärungen sind am Laufen, alles andere ist am Laufen. Irgendwann werde auch ich fit sein und dann wird es auch wieder besser sein. Bis zum nächsten Stress. Gut. Also, der Hof, der alte Hof bleibt so, wie es ist. Das heißt, am alten Hof hat sich nichts geändert. Das Einzige, was am alten Hof ist, oder in der Nähe vom alten Hof, ist da diese Imkerei unterhalb vom Güllelager. Der Rest, der alte Hof 1, der alte Hof 2, bleibt, wie es war. Das Einzige, die größte Änderung sind ja einerseits eben Imkerei da unten, dieser Lederwaren hier, die Feuerwehrstation, wo halt das heißt, die Feuerwehrstation, wo begehbare Tore bekommt, das heißt, Tore zum Aufmachen sind, ihr könnt auch eure eure Feuerwehrfahrzeuge reinstellen. Und jetzt mal ganz ehrlich, oder? Wer will schon nicht Roleplay auf diesen Server spielen, auf der Hof Bergmann und den Schlauch in die Hand nehmen und einfach mal Feuer löschen? So. Gut, also gehen wir mal weg. Weil sonst fängt dann von wieder mal mein Kreislauf spielen und dann muss ich aufhören. Wo sind wir stehen geblieben? Bei der Schweinezucht. Das heißt, hier habt ihr einfach Dings, Silo, Futtermischer, wo ganz groß drauf ist, wo ihr dann auch im großen Stil das Ganze arbeiten und machen könnt. So, also. Dann haben wir Futterkirschplantage eingebaut. Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei der Traubenernte. Zum Ernten wird der Spezialanhänger benötigt. Nur in diesem ist es möglich, die Kirschen zu ernten. Der Anhänger wird über eine Entladefunktion geleert und es entstehen Holzkisten, Paletten. Die Kirschen können wie bei diversen Verkaufsstellen verkauft werden. Siehe Preisübersicht. Honigproduktion eingebaut. Auf der Map befinden sich verschiedene Bienenstöcke, zum Beispiel bei der Kirschplantage oder direkt in der Imkerei. Patrick, hey, willkommen im Stream. Philipp schreibt Chat, das hat er gerade nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du falsch gehört. So. Befindet sich beim ersten Hof in der Nähe vom Güllelager. Imkerei muss per Farmland erworben werden. Das heißt, der Hof, wo die Imkerei kauft, der benutzt sie dann auch. Auch hier sind reichlich Bienenstöcke vorhanden und nur da gibt es einen Honigschleuder. Das heißt, ihr könnt euch keine Honigschleuder kaufen und platzieren, sondern die ist direkt bei der Imkerei in der Nähe vom alten Güllelager. Aber auch wieder neues Safe Game. Ja, das ist ja klar, das neue Safe Game. Jede Terra-Änderung braucht ein neues Safe Game. Das muss euch jetzt bewusst sein. Das ist nicht nur auf der Hof Bergmann so, das ist auf allen Maps so. Jede Terra-Änderung braucht das neue Safe Game. So, wird das Beste für dich, aber nach Bern kommst du. Soweit mal schauen, wie es wird. Ich weiß es noch nicht. Ich kann dir noch nicht garantieren. So. Also, das haben wir gehabt, auch hier sind reichlich, aber wir schreiben, Matthias, ich habe ja deine Nummer. So,
Bienenstöcke, das Prozess bei der Honigproduktion unterscheidet sich ein wenig vom Standard. Man benötigt aus dem Shop dafür geeignete Bottiche, um die Waben aus den Bienenstöcken zu entnehmen. Honigwaben müssen der Honigschleuder zugeführt werden und daraus wird dann der fertige Honig produziert. Jetzt haben wir ja eigentlich diese Honigschleuder bzw. auch unsere Honigschleuder schon lange betrieben. Jetzt haben wir dort hinten bei der Honigplantage eigentlich auch noch die ganzen Kisten von vorher. Da könnten wir sehr wahrscheinlich jetzt schon mal probieren, das Ganze zu entnehmen da, beziehungsweise zu sehen, wie das jetzt ausschaut. Wir haben jetzt hier pro Kiste 35 Liter drin. Schleuder ist fertig. Ihr seht ja, die ist auch leer und da ist unser Honig. So schaut das aus. In so einer kleinen handlichen Kiste könnt ihr das abholen, ist eingepackt und so schaut das Ganze aus und das könnt ihr dann verkaufen. Zum Entnehmen diese Kisten, so wie hier, das heißt, die kennt man ja schon aus LS19, dort waren sie die ähnlichen. Gehen wir da drauf, gehen wir da drauf. Kisten, da drauf und hier am Ende ist die Transportbox für die Honigwaben. Das heißt, ranlaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Befüllung starten, Taste R. Und jetzt füllt sich das Ganze auf in die Kiste. 35 Liter waren es drin. Jetzt werden wir sehen, wie das ausschaut, wenn es voll ist. Also ihr seht ja, ihr braucht ja pro Stock ein bisschen mehr als eine Kiste. Machen wir den nächsten. Hallo, komm mit uns. Auch die befüllen wir. So. Das heißt, ihr könnt ja wirklich hier mehr als genügend Honig produzieren bzw. sich auch beschäftigen. Nichts anderes, Kiste am Boden, Taste R drücken, befüllen lassen, fertig. Das ist eigentlich die ganze Geschichte und es funktioniert top, tipptopp. So, jetzt wär's noch eine Kiste und dann wäre eigentlich der erste Bienenstock komplett leer. Dann habt ihr aber nachher noch mehr als genügend Bienenstöcke, um leer zu kriegen. Das heißt, hier habt ihr 35, da habt ihr 35, da habt ihr 5. Das heißt, in jedem Bienenstock habt ihr 35 Liter. Ich würde jetzt aber auch nicht hunderte Kisten kaufen, sondern ihr könnt ja eh maximum 4 Kisten in die Schleuder reinschmeißen. Das heißt, 4 Kisten reichen euch eigentlich komplett aus. Wieder ein bisschen mehr Mikromanagement, definitiv. 4 Kisten reichen euch wirklich komplett aus, weil ihr könnt ja mehr als 4 Kisten auf einmal eh nicht verarbeiten. So, also, neue Ortschaft, Vordertupfige im neuen Gebiet hinzugefügt. Hier befinden sich wieder diverse Verkaufsstellen, wie ein Supermarkt, eine Brennerei, ein Klärwerk, ein Pferdehof, stimmt ja, und ein Schafshof, um seine Tiere zu verarbeiten, Schlachthof, um seine Tiere zu verarbeiten. Der Schlachthof nimmt alle Tierarten, außer Katzen und Kaninchen. Hä? Wart jetzt schnell. Das ist Metzger? Doch. An die Kaninchen gehen. Die sind ja in der Liste angetragen. Das heißt, da ist ja noch Fehler in der Dings drin, in der Changelog. Weil Kaninchen gehen, die haben wir ja aufgefüllt. Die sind mindestens eingetragen da drin. Max Cyberkommen ist drin. Da muss ich mal den Andi schreiben, dass da noch den Fall Fehler liegt. Weil eben Kaninchen haben wir verarbeitet. Katzen gehen nicht rein. Und der Hund geht nicht rein. So, also,
Siehst du, das meine ich vorhin, dass sie den wahrscheinlich geändert haben. Nicht einmal geändert. Kann sein, dass da der Andi der sich Dings der vertippt hat oder was auch immer bei dem Text, weil eben Kaninchen, das war schon immer da drin. Da war schon immer da drin. Das heißt, die Version hat sich bei mir nicht irgendwie groß angepasst, sondern das war immer. Außer er hat es jetzt geändert, dass die Kaninchen nicht gehen. Das wäre was Neues. Ist möglich, weiß ich nicht. Werde ich denn sehen, wenn denn die Version, wenn ich denn die richtige Version habe. Aber im Moment, in der Version, wo ich habe, die gehen. Und ich denke, dass sie weit, ich denke, dass sie weiterhin gehen werden. Ich denke, die werden weiterhin gehen. Lassen wir das überraschen. So. Kaninchen, es wird Fleisch produziert, dieses wird aber gleich direkt verkauft. Besonderheit am Schlafhof, bei den Pferden und Kühen entstehen als Nebenprodukt Tierhäute. Die Tierhäute werden benötigt für die Gerberei, wo man Leder herstellen kann. Leder kann mit einem hohen Gewinn verkauft werden. Das heißt, die, die gerne Geld machen wollen, wäre das in dem Fall die neue Geldquelle. Tja, ich freue mich. Kaufbare Gerberei im Vordertupfiger eingebaut, wird per Farmland gekauft. Die Gerberei besteht aus kleinen Produktionen, ähnlich wie die Brauerei. Die Herstellung von Leder erfolgt in kleinen Arbeitsschritten. Das hat man sich am Anfang vom Stream angeguckt. Es wurden eine kleine Verkaufsstelle für Leder in Fußhausen hinzugefügt, haben wir auch angeschaut. Ladengeschäft mit Warenannahme hinten im Hof. Für alle Feuerwehrfans hat Fuchshausen nun eine erweiterte Dorffeuerwehr bekommen. Kurz AFK, alles klar. Dorffeuerwehr bekommen, die man mit dem Emergency DLC nutzen kann. Eine weitere Dorffeuerwehr befindet sich in Vordertupfingen. Das heißt, auch in dem neuen Teil habt ihr nochmal eine Feuerwehr. Das heißt, die, die gerne mit der Feuerwehrmod spielen, werdet ihr definitiv auf eure Kosten kommen. Ihr habt sie einmal da und einmal hier in dem neuen Ortsteil, das heißt, hier ist auch nochmal eine Feuerwehrstation, ein bisschen anders als dort, aber auch hier habt ihr drei Tore, wo ihr eure Fahrzeuge reinstellen könnt, um damit dann zu spielen. Und auch hier ist die Kirche, man hört sie ja. Und auch hier habt ihr diese Stelle, wo ihr euren Kompost abholen könnt. Sieht man da nur Kuhfälle oder ob Pferde? Ich habe jetzt beides drinnen gehabt und die Fälle haben eigentlich beide gleich ausgeschaut. Das heißt, da hat jetzt nicht irgendwie, könntest du jetzt nicht sagen, das ist Kuh und das ist Pferd, sondern das hat einfach Fell ausgeschaut. Nach Fell ausgeschaut. Das heißt, da konntest du aber jetzt nicht sagen, ist das eine Kuh oder ist das ein Pferd. So schaut es eigentlich aus. Wir haben beides drinnen gehabt. Wir haben Kühe und Pferde drin gehabt, wo es verarbeitet hat. Schalte mal die Sirene ein. Da sind die Tore. Also, gut, gehen wir weiter. Changelog wieder vorziehen, damit wir die abarbeiten können und den durchhaben nachher. Folgendermaßen. So, Moment schnell, das haben wir jetzt. Verkaufsstelle für Leder haben wir. Feuerwehr haben wir gerade. Die Feuerwehr-Sirenen können nun manuell ausgelöst werden am Feuer melden. Sirenen gehen nicht mehr automatisch um 15 Uhr an. Bei den Friedhöfen wurde ein kleiner Kompostplatz hinzugefügt. Moment schnell. In der Enthaarung gab es einen Unterschied zu sehen. Da waren das mal schwarze, braune und gefleckte Fälle. Ja gut, das ist aber das Dings von dem anderen. Wo ist denn der Weinliebhaberpfarrer geblieben? Keine Ahnung, vielleicht ist er abgestürzt. Wer weiß ja. Wenn die meine Kumpel anmacht, ohne was zu sagen, renne ich los, schreibt der Heiko. Alles klar. Wo brennst denn?
fehlt nur noch, dass es jeden ersten Samstag im Monat um 12 Uhr ertönt. Jetzt müsst ihr aber aufhören. Bei der Friedhof wurde ein kleiner Kompostplatz hinzugefügt. Dieser produziert von Zeit zu Zeit etwas Bioabfall, kann abtransportiert werden und am Hof zu Kompost verarbeitet werden. Das heißt, ihr könnt das abtransportieren. Wenn ihr sagt, nein, das will ich gar nicht machen, weil das ist mir zu viel, dann lasst es einfach stehen. Das ist genau gleich wie bei der Bierproduktion, diesen Bierpaletten. Das heißt, viele machen diesen Fehler, dass sie zum Beispiel im Dorfladen oder bei Mackays Bierstübel beim Spielen diese Paletten mit Leergut wegnehmen. Lasst, wenn ihr das nicht braucht, stehen lassen. Einfach stehen lassen. Weil wenn ich das wegschiebe und das wegbewege, dann habt ihr nachher noch mehr Kisten da. Das heißt, es bohrt noch mehr nach. Aus dem Grund einfach das Ganze stehen lassen und ja, nicht bewegen. Genau das Gleiche ist mit diesem Bioabfall bei der Kirchen. Wenn ihr das nicht möchtet, einfach stehen lassen. Weil sonst, wenn ich das immer wieder wegräume, dann kommt neues Zeug hinterher. So. Foliage-Areas bei der Weiden hinzugefügt, damit Animal Grazing funktioniert. Danke an euch, Achimobil. Das heißt, dieses Animal Grazing, wo viele gewünscht haben oder nachgefragt haben, wird jetzt in der neuen Map auch funktionieren. Das heißt, wenn ihr Weiden, dann landet einfach ein bisschen Gras im Futtertrog. So, Klärwerk im neuen Gebiet eingebaut. Dies wird hauptsächlich benötigt, um das Schmutzwasser aus der Gerberei zu entsorgen. Außerdem kann man dort Gülle und Gärreste verkaufen. Bei Entsorgung vom Schmutzwasser wird ein wenig Geld vom Konto abgezogen. Bei Gülle und Gärresten wird Geld gutgeschrieben. Das heißt, mit Gülle und Gärresten verdient er, Schmutzwasser kostet es halt. Es muss ja gereinigt werden, ist ja klar. Pferdehof als Verkaufsstelle im neuen Gebiet eingebaut. Dort kann man Stroh, Heu, Hafer, Sorghum verkauft werden. Der Pferdehof ist eine reine Verkaufsstelle und dient gleichzeitig als Dekorationselement. Gemeint ist das dieser Teil. Im neuen Teil da hinten habt ihr den Pferdehof. Dem, wo man die Sirene auf dem Server einschaltet, dem tue ich, den kastriere ich. So, da habt ihr den Pferdehof, das heißt, hier könnt ihr nachher einfach diese losen Produkte verkaufen und hier alles, was mit dem Stroh hat oder Ballen. Ich jetzt weiß nur nicht, ob man lose oder im Ballen verkaufen kann oder beides, das muss man dann halt ausprobieren. Das habe ich, man kann sich mal zu warten, man kann jetzt mal so machen, man nimmt jetzt einfach mal den Ballen. Moment schnell. Strohballen, Quader, so. Also, machen wir starken Bauer an. Verkauft. Also, Ballen haben wir verkauft. Jetzt machen wir noch so. So, Deli. Jetzt machen wir es so. Moment schnell. Nehmen wir schnell Ladewagen. Wo haben wir? Haben wir. Da haben wir. Ladewagen. Kaufen. Nehmen wir Traktor dazu. Kaufen. Einsteigen. Ich habe jetzt wirklich vollen Mod-Ordner drin, um zu sehen, wie das jetzt sich aktuell verträgt und funktioniert. Aber ich bin im Singleplayer. Singleplayer ist was anderes als Multiplayer. So. Das heißt aber auch nicht, weil es bei mir immer alles funktioniert, dass es auch bei euch funktionieren muss. Es stand ja Heu auch, oder? In der Changelog. Also, Momentchen. Blablabla, bei Dekorations. Heu kann man auch verkaufen, gut.
Hammann, eventuell eine Verkaufsstelle für Leergut hinzufügen oder einen Trigger zum Deaktivieren. Ja gut, wenn man es nicht wegnimmt, dann bleibt es einfach dort stehen, oder? Das heißt, Ballenform. Konnte ich hier verkaufen. Lose, aber nicht. Jetzt fahren wir mal um. Da ist nochmal ein Trigger, aber da würde ich sagen, da ist für die anderen, für die Hirse und Hafer. Genau. Also, in dem Fall würde ich jetzt mal behaupten, dass ihr lose Waren nicht verkaufen könnt, einfach nur in Ballenform. Das heißt, wenn ich jetzt Heuballen spawne statt Strohballen, dann sollte das wieder gehen. Machen wir mal schnell. Heu, 220er, runter. Wir sind ganz stark. Und weg ist er. Das heißt, Ballenform. Ja, lose, nein. Das heißt, ihr müsst nicht probieren, hier mit eurem Sammelwagen reinfahren und den verkaufen. Das geht nicht. Nur die ganzen Ballen. Also, gleichzeitig ist das eigentlich eben nur Verkaufsstelle und Dekoration. Pferde sind nicht still, sie bewegen sich. Und das ist eben das Schöne dran. Man hat Jungpferde, man hat alte Pferde, man hat verschiedene Farben, verschiedene Rassen. Und die sind unterwegs auch. Das ist das Schöne dran. Das heißt, es ist ein bisschen Leben auf der Map. Auch wenn man dort nichts machen muss. So. Wo sind wir stehen geblieben? Da. Farmland 76 wurde als brache Wiese angelegt, dient auch als Bauland. Angelegt, die auch als Bauland genutzt werden kann. Das heißt, Farmland 76, das ist in dem Fall das, was ich vorher gerade geguckt habe und gesagt habe, eigentlich könnt ihr das auch als Bauplatz benutzen. Und genau das steht ja in der Changelog drin. Siehst du, wenn man es vorher lesen würde, dann könnte man es eigentlich schon selber sehen. Neue Bodentexturen der Map hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr jetzt euren Bautool startet, dann muss euch klar einerseits die Fläche gehören. Aber wenn ihr auf Malen geht, dann habt ihr da am Ende neue Platzierbar, neue Steine, neue Fläche, neue Sachen, wo ihr halt malen könnt. Wenn man jetzt hier zu dem Hof geht, den kann man sich mal schnell angucken. Also, ihr habt einerseits die Textur, wo neu ist. Dann habt ihr die Textur, wo neu ist. Und die Textur, wo neu ist. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die anderen Texturen eigentlich alt sind, wie sie waren. Oder nicht anders, als sie waren. Die davor. Da bin ich nicht sicher. Ich glaube, die Platten gab es aber auch schon. So, gucken wir sie noch einmal. Voilà. Ich würde jetzt mal behaupten, mehrheitlich sind die Plattentexturen, wo neu sind. Besuchen. Vielleicht weiß jemand das besser als ich im Moment. Hallo Matze, willkommen im Stream. So, also, so schauen die Texturen eigentlich aus. Das heißt, wenn ihr denn die platziert bzw. die malt, dann seht ihr das eigentlich, das Ganze so auf eurem Hof. Voilà. Geht's wieder besser? Ja, ich sag dir dann, was es besser geht. Oder ich sag dir dann, was es gut ist. So. Oder ist die auch neu? Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was neu und was alt ist. Gut. Das ist das. Dann haben wir Bodentextur. In neuen Gebiet wurde ein neuer Hof errichtet. Dieser kann bei Farmland gekauft werden. Die Grundstückfläche ist ziemlich groß und beinhaltet ein kleines Feld, den Hof mit einem Gehege für Hühner und einem außerhalb liegenden großen Weide für die Kühe. Außerhalb findet man auch am Hof eine Käseherstellung oder außerdem findet man auch am Hof eine Käseherstellung und eine Butterproduktion sowie die Hofwerkstatt und ein Fahrsilo für Silage.
Für Kleintiernutzer befindet sich auf dem Hof ein Ziegenstall, wo man aber auch Schafe halten kann. Das heißt, da drin habt ihr diesen Ziegenstall, wo erwähnt ist. Hallo Tür, öffne dich. So. Da habt ihr die Ziegenmilch, von der abholen könnt. Da drinnen, da legt ihr eures Dings rein, eures, wie heißt das? Futter, Stroh, Heuballen, was auch immer. Stroh könnt ihr reinstreuen. Und die Milch da hinten könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr das wollt, entweder mit dem Fässchen, was auch immer, abholen. Oder mit... Moment, schnell, jetzt muss ich mal so, so. Nein, das war jetzt falsch. Das da, das da, das da, das da. So. Oder unter LSFM Ausrüstungspack gibt es neu dieser Milchkannenwagen, wo ihr damit Ziegen und normale Milch abholen könnt. Ihr könnt eigentlich auch mit diesem Wagen Farbe ändern, was euch halt gefällt oder passt oder gerne habt. Dementsprechend anpassen und dann die Milch damit auch abholen und zu euren Käserei bringen, beziehungsweise zu eurer Käseverarbeitung. Ihr habt da außen einen Lagertank, zum Beispiel für die Kuhmilch, weil Kühe aus der Kuhweide müssen ja gemolken werden. Für das braucht ihr dort eigentlich diesen Milchwagen oder diesen Melkroboter auf dem Transporter, Tierhaltung. Das heißt, dieses Teil hier. Den stellt ihr auf Weide und den könnt ihr Milch abholen. Diese Milch könnt ihr da einlagern. Bei den Ziegen gab es ja noch nie so viel Milch. Das heißt, da könnt ihr eigentlich direkt in die Verarbeitung reintun und dann habt ihr es eigentlich voll. Wenn man jetzt den füllt, dann gehen da 500 Liter rein, wo ihr damit transportieren könnt. Und das ist eigentlich 500 Liter schon mal relativ eine entsprechende Größe, sage ich jetzt mal. Das heißt, einmal könnt ihr damit den füllen oder den anderen oder da reinfüllen. Das bleibt euch dann frei überlassen, wie, was und wo. Gut, also, das haben wir auch. Ziegenstall, wo man auch Schafe halten kann. Heuwerkstatt, Fahrsilo und Silage. Fahrsilo für Silage, das ist das. Käseherstellung haben wir jetzt gerade angeschaut. Das hat man auch gesehen. Eben die Werkstatt ist nachher in dem Bereich neben Zugrad. Die kennt man ja schon aus dem Hof 1 eigentlich. Das heißt, da habt ihr Abstellflächen für eure Fahrzeuge. Ihr habt auch da hinten nochmal ein paar Hallen oder Flächen für eure Fahrzeuge. Und andersherum habt ihr diese brachen Land dahinter, das heißt diese Fläche hier, wo ihr euch da auch nochmal was Schönes hinstellen könnt, um eure Fahrzeuge vom Hof runterzubringen, wenn ihr denn nicht alles auf einem Haufen haben könnt. Manchmal ist es aber so, es muss nicht immer alles unter Dach stehen und Dach und Fach. Das heißt, dieses Feld 46 gehört automatisch auch zu diesem Hof da dazu. Gut. Neue Feldwege wurden an verschiedenen Stellen, wo es Sinn macht, hinzugefügt. Zum Beispiel ist es nun möglich, vom Wald das Sägewerk zu erreichen per Feldweg. Das heißt, ganz einfach, hier ist unser Waldgebiet. Ihr seht ja, da geht der Feldweg. Früher ging dieser Feldweg so raus, da quer über. Da müsstet ihr da durchfahren an diese Straße hoch, dass ihr zum Sägewerk gekommen seid. Jetzt könnt ihr da, habt ihr eine Abzweigung, dieser Weg ist neu. Geht da einmal rundherum Richtung Weingebiet und kurz vor dem Weingebiet kommt er dann da quasi wieder rein. Das heißt wirklich kurz vor dem Weingebiet kommen wir da rein auf die Straße. Einmal die Straße hochfahrend bis zu dieser Verzweigung und dann wieder Feldweg, den neuen quer rüber, neben Feld 23 vorbei, direkt zum Sägewerk. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr riesen Umweg machen, sondern könnt eigentlich fast direkt zum Sägewerk rüberkommen. Ohne dass die Dorfbewohner Angst kriegen, weil die ganze Erde bebt, weil eure Wagen mit Holz so beladen sind. Es ist nun möglich,
weitere platzierbare Stelle, haben wir drüber gehabt. Und Weingut wurde Kapazität Traubenreiniger von 10.000 auf 50.000 Liter erhöht. Damit können mehr Trauben geerntet und abgeladen werden. Da gab es noch ein paar Fehler auf der Map, wo halt nicht gepasst haben. Die wurden behoben mit Stützfuß vom LSFV-Trainer im Shop behoben. Dann gab es noch einen Error drinnen mit Mods FS22 auf Bergmann Star Charging Cable System behoben. Verbrauchsgüter wurden in der Garage fälschlicherweise angezeigt. Dies löste ein Maus-Event-Error aus, das wurde behoben. BGA wurde aus der Verkaufsübersicht entfernt, da diese ja erst zugänglich ist, wenn man sie auch besitzt. Das heißt, bis jetzt war ja immer so, dass ihr eigentlich Missionen oder irgendwelche Verkaufssachen auf die BGA hattet, obwohl dass ihr die BGA gar nicht im Besitz habt, da konntet ihr sie gar nicht betreten, weil das Tor noch zu war. Wurde eigentlich bei der Buttertrommel der Trigger angepasst, denn in der aktuellen Version kann ich mit meiner Milchshuttle nur am Käsebottich Milch entladen, an der Buttertrommel. Ich hatte jetzt, ganz ehrlich, mit Buttertrommel wirklich noch nie Probleme. Ich hatte mit der Buttertrommel noch nie Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Trigger war eigentlich optimal, der Trigger war eigentlich ohne Probleme tipptopp. Das heißt, ich habe immer diesen Fass gehabt. Den Fass habe ich ja voll mit Milch gemacht. Also machen wir ihn auch nochmal. Nicht Rotwein, sondern machen wir Milch füllen. Also. Das heißt, jetzt lassen wir mal Deckel da auf. Randfahren. Zurückfahren. Rüberfahren. I. Abtanken. Voilà. Null Problemo. Es füllt auf. Wenn es fertig ist, fertig, Deckel zu, Bottich starten. So, Moment schnell. Produktion. Ich bin zwar jetzt auf der neuen Version, aber auch auf der alten hat das in jedem Stream tipptopp funktioniert ohne Probleme. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte wirklich da noch nie Probleme mit dem Bottich. Mit dem Fass geht es. Ja eben, mit was fühlst du denn? Mit dem Dings? Mit dem Milchschattel ist eigentlich angedacht für die Kälberfütterung. Dieses Milchschattel, wo da drin ist, der ist eigentlich angedacht. Das heißt, Moment, jetzt muss ich ihn zuerst mal finden. Ist der da? Ah nein, Mann, bin ich blöd. Da hoch muss ich. Da hoch. Also, Milchschattel, Milchtaxi wird verwendet zur Versorgung der Kälber. Das heißt, wenn du jetzt damit halt zum Käserei hinfährst und dort nicht so sauber funktioniert, dann kann ich dir nichts dafür. Weil steht, Kuh, von Kuhmilch und Ziegenmilch. Das sei, falsch. Da. Verwendung zur Versorgung von Kälber. Das heißt, das ist eigentlich nur reine Kälberfüttermaschine und nicht irgendwie Station, wo du halt einen, keine Ahnung, was für Botti das machst. Ja, weil der Trigger bei dem Käsebottich vielleicht ein bisschen anders ist und das besser erfasst. Weißt du, was ich meine? Der ist aber rein nur für die Kälber konzipiert. Der ist ja nicht für die Buttermaschine befüllen konzipiert. So. Also, wo sind wir stehen geblieben? Bege haben wir gehabt. Im Schrebergarten spawnt die Zwiebelsäcke und Traubenkörbe nicht in einer Reihe. Dies wurde behoben. Das heißt, danke an Achimobil. Das heißt, diese ganzen Säcke und die Körbe sind immer in der Höhe gespawnt, das heißt, die haben sich hochgestapelt. Und dann ist meistens alles umgefallen, was viel war. Es sah lustig aus, wie meistens auch so Schieferturm von Pisa, aber das wurde jetzt gefixt. Das heißt, ihr könnt jetzt keine eigenen schiefen Türme von Pisa haben. Es würden auch keine Chinesen mehr mit den Bussen vorbeifahren und das Ganze fotografieren. Supress Warning Script für Abladetrigger verbaut, verhindert, dass immer die Meldung erscheint. Fülltype wird hier nicht angenommen, bis zwischen Beete am Gewächshaus.
Das heißt jetzt eigentlich folgendes, kann man gerade mal ausprobieren. Wir haben ja unseren Schrebergarten. Das heißt, wenn man jetzt immer drüber gelaufen ist, hallo, den haben wir gekauft. Oder haben wir den nicht gekauft? Ah, nein, den haben wir nicht gekauft. Den haben wir ihn jetzt gekauft. So, jetzt. Und wenn man sich jetzt eine Kiste mit Tomaten spawnt, dann gab es ja immer diese Meldung. Mal gucken, ob das auch beinhaltet oder nicht. Gerade austesten. Also, platzierbar. Machen wir mal. Tomaten. Eine Kiste. Tomaten. Ah, das habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, auch wenn ich umdrehe, doch. Ah, bitte zuerst den Motor starten. Okay. Ich habe es nicht umgedreht. Ich hab's nicht umgedreht. Gut. Also, normalerweise war es so. Normalerweise war es so, wenn ihr jetzt mit euren Kisten darüber gelaufen seid, da kam immer diese Meldung, Tomaten oder Erdbeeren oder was auch immer, wird hier nicht angenommen. Diese Meldung ist jetzt eigentlich weg. Ihr solltet aber nicht das machen, was der Produkt zwischendurch macht. Das heißt, einfach drehen und alles bis zum letzten Ende durchtesten. Einfach ganz normal rüberlaufen und dann ist alles in Ordnung. Manchmal ist es Vorteil, hier nicht so zu schauen. So, also. Oh Mann, ey. Also. Wasserkapazität erhöht bei den Hühnerstellen. Ah, das ist ja genau, da war ja diese Wanne drin, wo ist. Brückenbau entfernt. Diese Brücke ist nun fest in der Map verbaut. Das heißt, das ist ja diese Brücke hier zum Feld drüber. Wenn man jetzt rüber rennt. Was LSM alles kann, wusste gar nicht, dass Tomaten eben Motor haben. Ja, eben siehst du, das ist ja die Kiste. Das kommt aber in dem Fall durch diesen Skript, wo verbaut ist, dass diese Meldung nicht rüberkommt. Dass diese Meldung nicht rüberkommt, jedes Mal, wenn du drüber gelaufen bist über Trigger. Das wird hier nicht angenommen oder dieses wird nicht hier angenommen oder was auch immer. Also. Diese Brücke ist jetzt fix eingebaut, schön planmäßig alles gemacht. Das heißt, die könnt ihr jetzt nicht mehr bauen, das ist jetzt eigentlich raus. Sägewerk wurde etwas verfeinert, da der Brückenbau weggefallen ist. Es können nun noch Standardbretter hergestellt werden. Palettenkauf wurde entfernt, betrifft Sägewerk und Spezikauf am Bierstübel. Das heißt, ihr konntet eigentlich im Sägewerk da hinten, Moment schnell. So, das heißt, die Funktion da vorne ist eigentlich geblieben, wie sie war. Ihr habt, jetzt muss man schon gucken, da auf die Ecke herum, war ja diese Kaufstation, wo ihr Sachen kaufen könntet. Das heißt, das ist jetzt eigentlich hier weg. Die Meldung Tomaten werden hier nicht angenommen, wurde nun durch den Bitte-Motorstarter ersetzt. Ja gut, wenn du das nicht drehst, dann hast du gar keine Meldung. Weil früher musstest du nicht drehen, musstest du nur drüber laufen und da war eigentlich diese Meldung gar nicht da. So, jetzt müsst ihr gar nicht so blöd tun. Also, so, Mann, jetzt habe ich wieder was angezettelt. Jetzt, ich sehe schon im Forum, ich sehe schon die ersten, jetzt einfach aus Flex, weil der Produkt das gezeigt hat, werden jetzt schon quasi diese Meldung machen. So. Also, und hier hinten konntet ihr eigentlich Spezi kaufen. Konntet ihr Spezi kaufen, so als Jacks, als Gag eigentlich, aber für die Roleplay-Spieler. Das wurde jetzt nämlich auch entfernt, weil es gab solche Helden, die haben sich nachher 50 Kisten Spezi gekauft und dann wussten sie nicht, wohin mit dem gehen und etwas anderes konnten sie damit gar nicht anstellen. Kapazität der Tierstelle etwas Kapazität der Tierstelle etwas angepasst. Aha. Das heißt jetzt was? Jetzt gehen wir schnell mal zum alten Hof. Schweinestall. 100 Schweine. Ich glaube, 100 war schon vorher auch, oder? War nicht 100 auch schon vorher?
Wie viel PS haben die Tomaten? Ach, ihr löscht euch jetzt einfach. Das war ganz ehrlich, oder? Kühe auch 100. Da war weniger, da war glaube ich 80, oder? Es waren 80 Kühe, wenn mich nicht täuscht. Ich glaube, Kühe waren 80. Und bei der großen Kuhstall-Dings, bei der Rinderzug, da waren sie, glaube ich, 150 pro Stall, wenn mich nicht täuscht. Oder 300 pro Stall. Nein, 300, das ist geblieben, das passt. Liter Diesel verbrauchen die Tomaten. So, jetzt wird man ganz ehrlich, oder? Ihr seid sowas von durch. Jetzt habe ich wirklich mal etwas angezettelt. Ich meine nur 80. Eben Kühe waren 80, genau. Stimmt ja. Da war doch was. Also. Brückenbau haben wir. Sägewerk haben wir. Palettenverkauf wurde entfernt. Betrifft Sägewerk und Spezi, das haben wir gehabt. Startvehikels wurden etwas angepasst. Das heißt also, jetzt haben wir ja eigentlich, ich habe jetzt einen Spielstand mit den Startvehikels. Ich habe jetzt einfach, ich glaube, eins oder zwei Fahrzeuge gekauft. Der Rest ist eigentlich alles so, wie es war. Beziehungsweise so, wie es eigentlich vom Anfang ist. Nein, ich habe sogar nur ein Fahrzeug gekauft. Das heißt, oder halt auch da die Tierhaltung, der Melkroboter habe ich gekauft. Das ist das. Das heißt, euer Startvehikel und der Großtraktor, den habe ich gekauft. Das heißt, den kann man eigentlich verkaufen. Und mittelgroßen habe ich gekauft. Nein, warte schnell, wo ist der Bene seiner? Der ist nicht da. Gut. Ah, kleinen habe ich gekauft. Und das ist den da. Den MF hat man gekauft. Den kann man auch mal wegnehmen. So. Ihr habt ja den GT drauf, dann habt ihr diverse Eimer und der Gießkanne für den Dings. Dann habt ihr ja die Kisten. Die Kisten habe ich aber jetzt eigentlich, würde ich mal behaupten, das ist durch die Gerberei, durch das ganze Spornen und Bienenstöcke, die vier, das ist durch die Kisten dazugekommen. Kirschtechnik, die habe ich auch selber geholt. Also, LSFM Ausrüstpacht, Fässchen und der Milchschatten, einen habe ich gekauft. Nein, habe ich nicht gekauft, der ist auf dem Hof. Der ist beim Kuhstall an der Ladesoße. Universal-Tankpack, zwei Fässer. Dann habt ihr die ganzen Kleingeräte, die ihr da habt. Dann habt ihr Kompakttraktoren, drei Stück. Mittelgroße Traktoren, zwei Stück. Einen Drescher auf dem Hof. Ihr habt ein Auto. Zwei Anhänger, das heißt der SK, den kleinen und den größeren Fliegel. Schneidewerk klar für den Drescher. Ihr habt einen Pflug. Ihr habt einen Gruber, Kreiselecke, Seetechnik, Mischstreuer, Ladewagen. Habe ich den da selber genommen? Das heißt, der ist nicht rein gewesen. Von dem sind in dem Fall zwei da, so wie es jetzt ausschaut. Tierhaltung, das habe ich genommen. Das war ja nicht im Startvehikelpack drinnen. Tiertransport, Frontlader, Werkzeug, Gewichte, Förderband und diverses habt ihr diesen Böckmann und bei der Brauerei diese kleinen Wegen. So. Wollen wir den Produkt nicht weiter triggern. Ja, es wird besser. Es wird besser, sonst komme ich müde. Fehler behoben, der mit dem Expo DLC auftrat. Windrover-Effekte für Clover-Windows waren für DLC nicht vorhanden. Diese wurden hinzugefügt. Schlauchanschluss bei der Rinderzucht, am Milchtank hinzugefügt. Das heißt, das ist jetzt da bei der Rinderzucht. Da gab es ja keinen Schlauchanschluss drinnen. Das heißt, wenn sich jetzt jemand dieses LSFM-Fass mit dem Schlauchanschluss genommen hat, konnte hier keine Milch abholen. Jetzt könnt ihr eigentlich überall Milch abholen oder was auch immer abholen mit dem Schlauchanschluss. Notfalls, wenn ihr wirklich noch irgendwo was findet, ihr wisst ja, das LSFM Tankpack hat ja Schlauchanschlüsse bekommen. Die könnt ihr dann einfach über Bautool euch in den Trigger reinsetzen, wenn ihr jetzt wirklich noch irgendwo was findet, das noch fehlen würde. Einfach den kleinen Anschluss oder den großen Anschluss, je nachdem, wo es braucht, platzieren und könnt nehmen. Das heißt aber, am besten ist dort zu setzen, wo wirklich denn der Trigger auch ist, damit ihr den Ware rausnimmt oder ihr etwas rausholen könnt.
nicht erwarten, wenn ich mitten aufs Feld so einen Anschluss platziere, dass sie mir dann am Hof Milch rausnimmt. Bei der Rinderzucht, PDA-Map überarbeitet, klar, weil die Map ist ja gewachsen, Weinrebenpositionen angepasst, für besseres Handling durch den Helfer und so weiter und so fort. Das heißt, das werden wir dann ausprobieren müssen, die, wo denn solche Arbeiten mit Helfern oder was auch immer arbeiten. Da habt ihr ein Vorwort nochmal dazu am Anfang, wie schon immer, das heißt die neueste Version, gepatcht sein oder mindestens das Spiel auf 1.9 gepatcht sein oder höher, damit die Hofbergmann funktioniert drauf. Object Storage Mod vom GTX wird benötigt, da ist der Link dazu. Wir haben aber auch gesehen, wenn er ihn vergesst zu laden, dass er ihn spielt, wenn das Spiel startet, automatisch danach schreit und ihn auch runterlädt. Normalfall erscheint ein Hinweistext beim Starten der Map, wo den Mod automatisch rauslädt. Das macht aber das Spiel leider nicht immer. Und auf Daddy Server funktioniert die Methode auch nicht. Das heißt, für Daddy Server müsst ihr halt selber denken. Da habt ihr den Link drinnen, wo ihr den halt benutzen könnt. Einfach kopieren und mitnehmen. Nach dem Herunterladen erhaltet ihr eine oder mehrere RAR-Dateien. Diese müssen dann zunächst zusammengepackt, entpackt oder zusammengepackt werden, wie es auch immer denn nachher, so wie das eigentlich in diesen zwei Videos, das heißt von mir und Humer schon damals erklärt, es wird genau gleich gehandhabt wie bis dato. In der Map befinden sich drei Ordner. Mods, das sind die Mods, die ihr wirklich braucht. Optional Mods, das sind die Mods, wie schon erwähnt, wo ihr nehmen könnt. Das heißt Precision Farming Version, für die, die mit Kompost arbeiten wollen. Weiterhin befindet sich das Gewell Field Type Extension für die, wo Gewell DLC haben und benutzen wollen. Und dann dazu die, wo Mais Plus spielen wollen, benötigen diese Mais Plus Hof Bergmann Animal Food Edition zu dem Mais Plus selber auch noch dazu. Das heißt, dieses, wenn ihr Mais Plus spielen wollt, braucht ihr einfach den Mais Plus Mod und diese Animal Food, wo unter Optional-Mods dabei ist. Hier unter Extras sind nochmal diese ganzen Tabellen, das heißt die Futtertabelle für die Tiere, PDA der Map, Brauerei-Schema, wie sie funktioniert, das ist das und die Release-Notes, so wie sie da ist. Da ist nochmal Vorwort zu Mais Plus, wo wir schon vorher gelesen haben, präzise Farming wird so voll unterstützt, Pumpenhouses DLC wird unterstützt, mit kleineren Einschränkungen, dass an manchen Stellen nicht die Bedding Field Plane angezeigt wird, Gewell DLC wird voll unterstützt, Achtung, die Produktionen aus der Platinum DLC, Forest DLC werden auf der Map nicht unterstützt, da es keine Verkaufsstellen für die Produkte gibt. Für weitere Infos, welche Mods sich nicht vertragen, könnt ihr in unserer FAQ geschaut werden unter und Link dazu, wie man halt zu der FAQ kommt. Eben, ich würde langsam Schlusswort einläuten und euch wirklich ans Herz legen, auch jetzt, ich werde mich nochmal, das heißt, ich werde jetzt nachher, wenn wir denn diese Beta-Testwochen beginnen, werde ich so gut es möglich das Ganze zocken und ich werde dann auch gleichzeitig die ganzen Mods, wo ich jetzt diese Woche drinnen noch hatte, zum sehen, wie sich das Ganze verträgt, rausnehmen und nur noch mit diesen Mods von der Hof Bergmann zocken, bis die Beta-Phase durch ist. Aus welchem Grund? Einerseits durch das vermeidet man vielleicht unnötige Fehler, obwohl das es eigentlich auch Vorteil ist, wenn man gewisse Mods drinnen hat. Ich würde einfach nicht übertreiben damit. Weil im Spieltrieb merkt man eher, welche Fehler das passieren, als wenn ich jetzt hier per F12 die ganzen Produktionen auffülle und nur vorspule. Kann sein, dass ich die Fehler gar nicht provoziere. Ihr wisst ja noch mal irgendeine Version, wo wir diesen Frontlader benutzt haben, um hier beim Komposter Kompost rauszunehmen und dabei ein Fehler entstand, wo sonst eigentlich gar nicht entstanden wäre, wenn man das Ganze per Tube oder per Förderband benutzen würde. Aber nur, wenn man den Frontlader benutzte, gab es diesen Fehler. Das heißt eben, jeder spielt anders. Das heißt, nehmt
gewisse Mods, aber ich würde nicht wirklich 1000 Mods reinklatschen und nachher sagen, ich habe einen Fehler entdeckt. Und wenn ich schon Fehler entdecke, macht euch einen Spielstand ohne Mods, einen Spielstand mit Mods. Probieren kann ich das. Nur mit Hof Bergmann entsteht der gleiche Fehler. Das heißt, nur mit Hof Bergmann Mods entsteht der gleiche Fehler. Wenn er entsteht, dann ist wirklich ein Fehler vorhanden. Wenn ich ohne Hof Bergmann, das heißt, wenn ich auch mit Hof Bergmann Mods den Fehler nicht produzieren kann, das heißt, dann liegt es an meinem Motorner sehr oft. Wurde das Problem mit dem Hühnerfutter am Silo auf großen Hühnerzug behoben? Da gab es das Problem mit dem Mais Plus, die Hühnerfutter aus dem Silo nicht angenommen wurden. Eben, die Map ist jetzt komplett Mais Plus kompatibel. Davor war sie nicht Mais Plus kompatibel. Wenn man schon davor Mais Plus benutzte, dann ging man das auf eigenes Risiko. Ich gehe mal davon aus, dass das funktionieren jetzt sollte, weil davor war aber die Map gar nicht Mais Plus ready. Geschweige doch kompatibel. Wenn man vorher das benutzt, aber früher hieß es ja, es gibt ja Probleme bei gewissen Tieren mit dem Mais Plus. Ja, wenn man das alles ignoriert hat, dann kann ich ihnen, dann kann ich wirklich nicht weiterhelfen. Das heißt, aktuell heißt es voll Mais Plus ready, obwohl er kompatibel mit Mais Plus, das heißt, sollte alles funktionieren soweit. Und der Rest werden wir sehen, in der ganzen Zeit, in der ganzen Spielzeit, in der ganzen Testzeit, was noch dazu kommt oder nicht dazu kommt. Das ist das. Also, liebe Leute, ich sage jetzt mal so, der Prodi ist müde, der Prodi ist durch, der Prodi geht jetzt nachher dann schnell duschen und ab ins Bett. Ich sage einfach tausend lieber mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal das Ganze zeigen, auch das, was ich letztes Mal im Video vergessen habe oder falsch informiert habe, noch zu bereinigen. Wenn denn die Beta-Wochen beginnen, beziehungsweise die Beta-Testwochen beginnen, viel Spaß auf der Hof Bergmann. Genießt es. Sie sieht wirklich interessant aus. Die neuen Teile, der neue Teil dazu. Ich sehe schon, dass sehr wahrscheinlich danach alle im neuen Gebiet unterwegs sein werden und im alten Gebiet fast niemand spielen wird, weil das neue Gebiet ist wirklich richtig schön geworden. Mit allem Hof, mit dem Hof selbst an sich selber, mit den ganzen Gebäuden rundherum, so wie es aufgeteilt ist, ist wirklich, als wenn ich komplett eine neue Map betrete und nicht auf der Hofbergbahn bin. Also, nee, das meine ich jetzt, die neue Version, dann hatte der Achim vor kurzem das Problem. Das weiß ich nicht. Weil ich habe ja diese Pre-Release-Version. Bei mir ist jetzt auch noch in der Pre-Release-Version. Andi hat nur geschrieben, wenn ich ihn gefragt habe zum Thema Kirschen, dass er sehr vieles noch fixen konnte. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird auch das behoben sein. Wow, Andi. Wow. Ich muss euch was zeigen. Einfach wow. Das ist das erste, er hat mir das ursprüngliche Logo geschickt. Der Andi hat mir das Logo geschickt, wo als erstes angedacht war für diesen Products Lederwaren. Produce Lederwaren und hier eine Peitsche, immer das Richtige zur Hand. Oh Mann, ey, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat er das nicht gebracht. Ich sag's euch, ey. So eine Scheiße. Gut, eben, wie gesagt, viel Spaß auf der Bergmann. Sie ist wirklich interessant. Ich werde wieder nächstes Mal da sein, so gut es geht. Ich werde sicher mal da oder mal Videos produzieren, kann euch aber im Moment wirklich noch nicht versprechen, dass viel geht, weil ich auch manchmal so richtig planlos und ideenlos bin und dann willst du machen und dann bist du müde und klappt und funktioniert nicht. Ich will jetzt auch nicht jammern. Ich würde sagen, macht's gut, bis anders mal. Ein wunderschönes Wochenende. Bleibt mir gesund. Man hört sich, man liest sich, was auch immer. Tschüss und bye bye. So, wo haben wir jetzt Musik?
Singen selber tue ich noch nicht. Das sage ich euch jetzt schon. So, jetzt gehen wir schnell da drauf. YouTube. Musik, Musik, Musik. Danke für den Vorschlag. Bitte schön, kein Thema, sehr gerne. Danke euch fürs Zuschauen. Danke fürs Vorbeikommen. So, Verlauf, Verlauf, Verlauf. Wo haben wir da? Alter Schwede, bin ich durch. Verlauf da. Jetzt kommt noch Werbung.